Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir kommen damit zur zweiten heutigen öffentlichen Anhörung im Umweltausschuss, und zwar zur Anhörung zu multiresistenten Keimen in Gewässern. Mitglieder anderer Ausschüsse, die eingeladen waren, sehe ich im Moment keine. Also bleibt es bei der Begrüßung unserer Mitglieder. Ich begrüße Frau Schwarzelier-Sutter, die wahrscheinlich auch gleich wieder reinkommt. Ich habe sie zumindest eben schon gesehen. Und ich möchte vor allem unsere Sachverständigen begrüßen. Das ist Herr Professor Dr. Martin Exner vom Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universitätsklinikums Bonn. Herzlich willkommen. Professor Dr. Matthias Blätz, den Sie als Zweiten benannt haben, hat abgesagt. Kolleginnen und Kollegen, Sie haben hier die PowerPoint, die er uns vorführen wollte, auf den Tischen liegen. Und er hat uns auch zugesagt, nachträglich noch eine Stellungnahme zu schicken. Er ist leider ziemlich heftig erkrankt. Dann haben wir Frau Ministerialrätin Dr. Friederike Vitoris vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Frau Dr. Issa Naffo von der Emscher Genossenschaft Lippeverband. Herzlich willkommen. Herrn Dr. Wolfgang Straff vom Umweltbundesamt. Guten Tag. Dr. Paul Christian Wenter. Guten Tag. Professor Dr. Ingenieur Norbert Jardin vom Ruhrverband, herzlich willkommen. Professor Dr. Thomas Behrendonk vom Institut für Hydrobiologie der Technischen Universität Dresden, herzlich willkommen. Und Frau Reinhild Benning von Germanwatch, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Ich begrüße die Gäste auf der Tribüne. Ich möchte anmerken, dass das Fotografieren, Filmen und auch Mitschnitte hier nicht erlaubt sind. Das ist ausschließlich der akkreditierten Presse und Personen mit besonderer Erlaubnis vorbehalten. Es gibt eine Fernsehübertragung live im Internet auf Kanal 2. Wir wollen ein Wortprotokoll anführen. Gibt es dazu irgendwelchen Widerstand, Gegenreden? Das sehe ich nicht. Dann machen wir das so. Statements, Diskussionen und PowerPoint-Präsentationen sind dann über das Internet zugänglich. So, wir haben als Grundlage für die heutige Sitzung einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben von Frau Vitoris, Herrn Dr. Naffo und Herrn Professor Behrendonk schriftliche Stellungnahmen. Und wir haben einen Bericht des Bundesumweltministeriums vom 15.05.2018, in der Anlage auch den Bericht des Umweltbundesamtes vom 12.04.2018. Der Ausschuss hat sich mit diesem Thema am 21.02.2018 bereits befasst. Und Auslöser des Ganzen waren Recherchen des NDR zu antibiotikaresistenten Keimen in relevanter Zahl in Bächen, Flüssen, Badeseen. Das ist sozusagen der Ursprung, warum wir uns heute damit befassen. Der Ablauf ist folgendermaßen. Sie alle Sachverständige haben zu Beginn 3 Minuten Zeit, ein erstes Einführungsstatement vorzutragen. Das ist nicht sehr viel, das wissen wir, aber ist der hohen Zahl von Sachverständigen geschuldet. Ich bitte dafür um Entschuldigung. Und im Weiteren haben wir dann ein Frage-Antwort-Budget für alle Abgeordneten und jeweils die Sachverständigen, die Sie ansprechen, von 5 Minuten. Das heißt also, je kürzer der Fragesteller sich fasst, umso mehr Zeit haben die Sachverständigen und umgekehrt. Und wir haben heute bis kurz vor 11 Uhr Zeit. Um 11 Uhr wollen, glaube ich, die Abgeordneten pünktlich drüben sein. 13 Uhr, Entschuldigung, 11 Uhr haben wir jetzt. Das wäre ein bisschen sehr kurz, bis 13 Uhr. Und dort, dann wollen die Abgeordneten pünktlich im Plenum sein zur Regierungsbefragung. Das heißt, wir werden gegen 13 Uhr das beenden müssen. So, damit gebe ich dem ersten Sachverständigen das Wort, und das ist Herr Professor Exner. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Aus meiner Sicht kann ich es nur sehr begrüßen, dass sich der Umweltausschuss mit dieser Thematik auseinandersetzt. Ich selber bin nicht nur langjähriger Vorsitzender und Mitglied der Trinkwasserkommission, sondern auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und Mitglied der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Wir sehen in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von Infektionen, insbesondere im Krankenhaus.
durch Mikroorganismen, die gegen Reserveantibiotika resistent geworden sind. Das sind insbesondere sogenannte fakultativ pathogene Mikroorganismen, die primär für Abwehrgeschwächte, für Patienten im Krankenhaus von Bedeutung sind. Es werden derzeit, das ist Ihnen sicher bekannt, gerade im sogenannten gramnegativen Erregerbereich keine neuen Antibiotika in ausreichendem Maße entwickelt. Und das stellt die moderne Medizin vor große Probleme, wenn die Situation weiter eskalieren sollte. Bisher hat man sich in der sehr lobenswerten Strategie, die auch von Seiten der Bundesregierung unter DART eingeführt worden ist, sich intensiv auch politisch mit dieser Thematik befasst und hat das One Health Konzept entwickelt, speziell Maßnahmen sowohl im humanmedizinischen Bereich und auch im tiermedizinischen Bereich. Die Umwelt stand da zunächst etwas im Hintergrund. Mittlerweile sehen wir allerdings, und das sind allerdings auch schon Erkenntnisse, die man bereits in den 90er Jahren hatte. Hier gibt es eine sehr gute Darstellung von Frau Feuerpfeil und Frau Schäfzig, die ja heute auch anwesend ist, aus dem Jahre 1999, wo bereits auf die Problematik des Vorkommens von antibiotikaresistenten Erregern in der Umwelt, im Wasser hingewiesen worden ist. Insofern ist die Problematik nicht ganz neu. Eskaliert ist es allerdings dadurch, dass jetzt in zunehmendem Maße auch antibiotikaresistente Erreger gegen Carbapeneme und Carbapenemase bildende Mikroorganismen und jetzt auch Cholestin sowohl mit gentechnischen Verfahren als auch mit kulturellen Verfahren etabliert oder nachgewiesen worden sind. Und sich vor dem Hintergrund die Frage stellt, welche Auswirkungen haben diese Nachweise in Gewässern, auch in offenen Gewässern, die als Freibadegewässer genutzt werden oder die als Irrigationswässer genutzt werden. Die einheitliche Auffassung sowohl der Weltgesundheitsorganisation als auch der internationalen Organisation einschließlich der Politik, nicht zuletzt ist dieses Thema ja auf dem G7-Gipfel in Hamburg im vorigen Jahr auch thematisiert worden, ist, dass alle Anstrengungen unternommen werden müssen, hier diese Wege letzten Endes zu unterbrechen. Dies bedeutet, dass wir uns jetzt fragen müssen, welche Konsequenzen hat es. Dazu hat das Bundesministerium für Forschung und Technologie unter anderem ein großes Projekt aufgelegt, bereits 2011 bis 2015, das RISQA-Projekt, wo bereits über antibiotikaresistente Mikroorganismen auch in der Umwelt geforscht wurde und jetzt zusätzlich weitere Projekte, unter anderem das Hyrica-Projekt, das sich mit der Frage befasst, wo kommen denn die Hauptbelastungen mit diesen antibiotikaresistenten Erregern vor und Antibiotikaresistenzen. Und da zeigt sich sehr eindeutig, dass die Hauptpfade, die für diese letzten Reserveantibiotika resultieren, letzten Endes ein Problem der Abwässer, die unter anderem durch Krankenhausabwässer belastet werden. In Krankenhäusern brauchen wir solche Antibiotika, aber es kommt natürlich dazu, dass es darüber dann halt auch zu einer entsprechenden Belastung auch der Gewässer erfolgt. Wir haben aber darüber hinaus auch Hinweise, dass auch aus anderen Quellen, wenn auch nicht in dem gleichen Maße, Belastungen in die Umwelt hineingehen, in die Gewässer, die wir dann auch entsprechend verfolgen können. Und vor dem Hintergrund, Herr Dr. Exner, ich muss Sie bitten, mit dem Statement zu Ende zu kommen. Vor dem Hintergrund stellt sich jetzt die Frage, an welchen Punkten müssen wir ansetzen. Hierzu werden wir im nächsten Jahr nach Auswertung aller Ergebnisse ein gemeinsames mit dem Umweltbundesamt gemeinsames Konzept dann auch vorlegen. Dankeschön, Herr Professor Exner. Über Ihnen schwebt die Uhr, die ist als disziplinierendes Element gemeint. Wenn Sie da zwischendurch mal einen Blick drauf werfen, dann können Sie ungefähr abschätzen, wie viel Zeit noch ist. Frau Dr. Vitoris, bitte. Vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Ihnen als Erstes einen kurzen Überblick über die möglichen Eintragspfade von Human- und Tierantibiotika und antibiotikaresistenten Bakterien in die Umwelt zeigen. Da haben wir natürlich einerseits den Part über Mensch,
Richtung Kläranlage, in die Oberflächengewässer, wie aber auch natürlich über den Fahrtier und dann jeweils in die Umwelt. Das heißt, wir haben eine sehr enge Verbindung zwischen menschlicher Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt, warum wir dringend ein vorsorgendes, fachübergreifendes Handeln benötigen, der von Herrn Exner bereits genannte One-Health-Ansatz. Ich möchte Ihnen einige Kernaussagen meiner schriftlichen Stellungnahme noch mal herausziehen. Einerseits ganz wichtig, halt die Entstehung und Ausbreitung antibiotikaresistenter Bakterien sind an der Quelle zu bekämpfen, vor allem durch den sachgerechten therapeutischen Einsatz der Antibiotika bei Mensch und Tier. Und da ist auch sicherlich schon vieles erreicht worden, aber weitere Anstrengungen sind noch notwendig. Bezüglich der An der Quelle bekämpfen müssen wir aber erstmal die relevanten Quellen finden und identifizieren. Das ist natürlich von ganz entscheidender Bedeutung. Und dafür haben wir aber derzeit noch erhebliche Wissens- und Bewertungslücken. Also uns fehlen diese Erkenntnisse, uns fehlen umfängliche Untersuchungsergebnisse und Risikoabschätzungen, unverlässliche Aussagen über diese Eintragspfade, Wechselwirkung und Gefährdungen durch antibiotikaresistente Bakterien in der Umwelt treffen zu können und damit dann auch Konsequenzen ziehen zu können. Wenn notwendig und wirkungsvoll, wenn wir diese relevanten Quellen gefunden haben, sind natürlich nachgeschaltete Maßnahmen zu prüfen, zum Beispiel bei kommunalen Kläranlagen oder bei Krankenhäusern. Und ich habe direkt auf die Experten links und rechts von mir diesbezüglich verwiesen, die sicherlich dazu einerseits schon was gesagt haben und noch was sagen werden. Und wir haben natürlich dennoch schon erste Risikoabschätzungen vorliegen bezüglich Badegewässer und Trinkwasser. Da verweise ich auf Herrn Dr. Straff vom UBA und auch noch mal auf Herrn Professor Exner, die da auch zu jeweils schon was zugesagt haben. Das heißt, was wir brauchen, sind Forschungsvorhaben, sind sondierende Untersuchungen und Entwicklung von Bewertungskriterien. Sonst kommen wir nicht weiter. Wenn wir Untersuchungen machen, aber nichts haben, um es bewerten zu können, nützt es nichts. In demselben Tenor sind auch die Beschlüsse des Bund-Länder-Arbeitskreises Badegewässer von März. Da möchte ich einfach vor dem Hintergrund der Zeit auch sagen, wir haben damals auch schon im Bund-Länder-Arbeitskreis gesagt, die Untersuchungen, die wir dann starten, sind zum Zweck der Forschung, Erkenntnisgewinn, aber noch nicht als Überwachungsinstrument, kein reguläres Monitoring. Und wenn jetzt untersucht wird, bitte in Anlehnung möglichst an Hyrika, damit die Ergebnisse vergleichbar sind. Was wird nun getan? Einerseits haben wir den BMBF-Forschungsverbund Hyrika, der bis nächstes Jahr läuft. Wir haben sondierende Untersuchungen in verschiedenen Bundesländern, unter anderem in Niedersachsen, NRW und Rheinland-Pfalz. Wir werden in NRW nächstes Jahr und übernächstes Jahr landesweite systematische Untersuchungen durchführen auf den Ergebnissen von Hyrika und weiteren Untersuchungen, die wir selber durchführen oder fördern. Die 90. Umweltministerkonferenz hat letzte Woche die Gesundheitsministerkonferenz gebeten, zu prüfen, ob die bisherige Datengrundlage zum Vorkommen antibiotikaresistenter Bakterien in der Umwelt ausreichend ist, um das Gesundheitsrisiko beurteilen zu können, beziehungsweise welche weiteren Untersuchungen da vielleicht noch vonnöten sind. Das war eine Initiative von Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zudem laufen weitere Forschungsprojekte zur Reduktion des Antibiotikaeinsatzes in Tierbeständen, Entwicklung von Weiterentwicklungsangeboten und. Das heißt, es läuft bereits schon eine ganze Menge, aber gemäß diesem abgeschichteten Vorgehen, Datenerhebung, Entwicklung von Bewertungsmethoden und eine Gefährdungsabschätzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Da fehlt was. Eigentlich sollte da vielen Dank kommen. Ja. Dankeschön, Frau Dr. Vitoris. Und jetzt bitte Herr Dr. Nafo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und danke auch für die Einladung. Mein Name Teuch, also diese A am Ende. Ich bin doch ein Mann. Mikro. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Bauingenieur und arbeite bei Emscher Genossenschaft und Lippeverband, zwei sondergesetzlichen Wasserverbände in NRW. Wir übernehmen vielfältigen wasserwirtschaftlichen Aufgaben für die Kommunen in der Emscher-Lippe-Region, aber auch für die Industrie dort. Wir bauen nicht nur so den Emscher um für 5,7 Milliarden, also ein Generationsprojekt, sondern also wir betreiben auch 59 Kläranlagen, in denen wir 800 Millionen Kubikmeter Abwasser pro Jahr behandeln. Das sind fast ein Zehntel des gesamten Abwasseranfalls in Deutschland. Deswegen haben wir es immer so als unsere Aufgabe erachtet, frühzeitig uns so mit Aufgaben, wasserwirtschaftlichen Themen zu beschäftigen und betreiben seit so Anfang 2000,
5 Pilotanlagen der sogenannten 4. Reinigungsstufe aus Forschungszwecken. Wir haben also seit Anfang der 2000er Jahre 10 Forschungsvorhaben betrieben, beziehungsweise wir waren also daran beteiligt, um zu wissen, dass so, ja, so das, was da diskutiert wird als 4. Reinigungsstufe, ist das die Lösung für die Spurenstoffe und auch jetzt so für das Thema resistente Keime. Natürlich so, finden sich Keime im Abwasser, weil ein wesentlicher Bestandteil von Abwasser nun mal so die Ausscheidungen sind. Das heißt auch also unser Darmbewohner und darunter sind auch resistente Keime und resistente Gene. Stand heute, die kommunalen Kläranlagen in Deutschland nach Stand der Technik eliminieren 90-99% an Keime. Darunter sind auch multiresistenten Keime. Das heißt so, über ja, den Rest reden wir. Bislang war das eigentlich auch vielerorts in Deutschland kein Problem. Jetzt stellt sich die Frage, das, was jetzt entdeckt wird, also als resistenten Keime in die Badegewässer, ist das tatsächlich so ein Abwasserproblem? Es gibt natürlich auch die letzten Wochen Mitteilungen, also dass die 4. Reinigungsstufe vielleicht so die Lösung ist. Vielleicht sollten wir einfach wissen, also was die 4. Reinigungsstufe ist. Deshalb reden wir eigentlich so über wesentlich 2 Verfahren, um ganz gezielt Spurenstoffe wie Medikamente, Rückstände zu reduzieren im Abwasser. Also wir reden über Aktivkohle und wir reden über Ozon. Aktivkohle stellt keine Barriere für Keime dar. Die Ozon kann zwar Keime reduzieren, aber so die Dosierung, die wir einsetzen für die Spurenstoffelimination, sind so gering, dass die nicht effektiv für die Keime sind. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, so höher dosieren. Ja, damit könnte man dann also Keime reduzieren, aber dafür also würden wir dann also viele Transformationsprodukte erzeugen, weil Ozon nun mal also nicht nur die Spurenstoffe oxidiert, sondern also alle anderen Abwasserbestandteile. Was das bedeutet, gibt es so verschiedene Untersuchungen, dass es negativ sein kann, auch manche Untersuchungen, dass es nicht negativ ist, also das wissen wir noch nicht. Aus unseren Untersuchungen, aber auch aus den Untersuchungen von Hyreka, die veröffentlicht sind, wird auch so die Membranverfahren also als Ultrafiltration als eine Lösung gesehen. Ja, Membrane reduzieren sehr stark manche Keime und auch manche resistente Keime, aber nicht Resistenzgene. Und diese Membranverfahren sind auch nicht geeignet für die Spurenstoffe, die wir ja auch eliminieren wollen. Was bedeutet das zum Schluss? Wir brauchen mehr Zeit zum Forschen, wir brauchen Reallabore, wir brauchen Pilotanlagen, die begleitet mit Untersuchungsprogrammen uns mal zeigen können, also in ein paar Jahren, also was denn die optimalen wirtschaftlichen, effizienten Verfahren sind, um genauso multiresistente Keime, Spurenstoffe und auch andere politischen Themen, die da sind, so begegnen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Dr. Straff, bitte. Ja, Wolfgang Straff vom Umweltbundesamt. Mikro. Und hier ist die Eingangsfolie, die ich hatte, die sich ein bisschen ähnelt, nur in Farbe. Und ich wollte hier einfach noch mal auf die roten Punkte hinweisen. Das sind praktisch Kläranlagen, Biogasanlagen, Klärschlamm, Gärreste. Das sind praktisch die Eintrittspfade, wo halt die Bakterien auch besonders stark konzentriert halt in die Umwelt kommen. Natürlich können sie auch in hohen Konzentrationen durchaus noch im geklärten Abwasser vorhanden sein. Und so geraten sie in alle möglichen Umweltkompartimente hinein. Wir haben es hier mit einem komplexen Thema Umwelt- und Gesundheitsproblem zu tun. Das ist eigentlich in umwelthygienischen Fragestellungen nichts Ungewöhnliches. Und deswegen ist dieser One-Health-Ansatz auch so wichtig zu beachten. Es reicht nicht aus, nur ein Problem von der Gesundheitsseite zu betrachten, sondern man muss eben andere, durchaus Politikfelder mit ins Boot holen, damit das Thema in der gesamten Komplexität behandelt werden kann. Und so sind es auch die Lebensbedingungen von Mensch und auch von den Tieren und auch der Zustand der Umwelt, der hier eine Rolle spielt, weil gerade da auch ein Grund für die Infektionen häufig zu suchen ist. Eine mangelhafte Hygiene sollte halt eben nicht
durch einen pro- oder metaphylaktischen Einsatz von Antibiotika kompensiert werden. Metaphylaxie ist, wenn ein Tier erkrankt ist, sind direkt alle zu behandeln. Und Ziel sollte meines Erachtens ein optimierter Einsatz von Antibiotika eben sein. Was haben wir gemacht in letzter Zeit? Wir haben zwei Stellungnahmen herausgebracht, eine zum Trinkwasser, eine Mitteilung des UBAN nach Anhörung der Trinkwasserkommission. Summa summarum muss man da sagen, momentan kann man davon ausgehen, es besteht kein Expositionsrisiko im Trinkwasser, was von praktischer Bedeutung wäre. Bei den Badegewässern sieht es schon anders aus. Unsere Empfehlung unter Mitwirkung des Bund-Länder-Arbeitskreises Badegewässer und der Badewasserkommission sagt, für Gesunde im Prinzip keine praktische Bedeutung, aber kann ein potenzielles Problem im Krankheitsfall sein. Und natürlich muss man sagen, das Expositionsrisiko ist durchaus abhängig von der Badewasserqualität. Denn es gibt ja auch Leute, die in Badegewässer baden, die gar keine zugelassenen Badegewässer sind. Und dann können wir auch keine Aussage darüber treffen, wie da eben das Risiko ist. Außerdem bereiten wir ein Scientific Opinion Paper vor, Antibiotikaresistenzen in der Umwelt, was in Kürze veröffentlicht werden wird. Was sind unsere Empfehlungen des Umweltbundesamtes? Nun, die Arzneimittelwirkstoffe in Gewässern sollten einem Monitoring unterzogen werden. Es ist wichtig, Methoden zum Monitoring von antibiotikaresistenten Bakterien zu entwickeln und zur Anwendung zu bringen. Es ist wichtig, an Hotspots zu gucken, welche Resistenzen dort auftreten. Wir brauchen sukzessiv eine Nachrüstung großer Kläranlagen und solcher Kläranlagen, die an besonders empfindlichen Gewässern stehen, die zum Beispiel für die Trinkwassergewinnung wichtig sind oder für Badegewässer genutzte Wasserflächen. Und wir brauchen bei der Zulassung von Antibiotika eine Betrachtung des Resistenzentwicklungspotenzials im Rahmen einer Umweltbewertung. Und die fehlt auch noch für viele Altarzneimittel, insbesondere Antibiotika. Wichtig ist auch, dass die Hygiene in der Tierhaltung optimiert wird. Insbesondere sollte diese schon angesprochene Metaphylaxie vermieden werden. Und das wär's. Vielen Dank, Herr Dr. Straff. Jetzt kommen wir zu Herrn Dr. Wenter. Bitte schön. Von meiner Seite auch vielen Dank für die Einladung. Ich bin Freiberufler, hat jetzt mein Studium an der Uni Köln fertig gemacht. Und ja, auch hier meine Stellungnahme möchte ich auch abgeben. So wie Sie meistens von Ihnen schon wissen, in den Jahren 2008 bis 2015 gab es Untersuchungen. Ein spezifisch europäisches Projekt war der PILS und der No-PILS-Projekt, die Auswirkungen von Pharma und oder Antibiotika-Rückständen in der Umwelt im Hinblick auf Konzentrationen im Abwasser nachgeschaut haben. Diese PILS-Studien berichtete dann, in Europa sind schätzungsweise mehr als 100.000 chemische Substanzen im Umlauf und von diesen sind mehr als 3.000 Wirkstoffe in zugelassenen Arzneimitteln. Ja, wir wissen jetzt, dass es möglich ist, Arzneimittel an einer wichtigen Verwendungsstelle, den Krankenhäusern, zu eliminieren und dass dies aus ökotoxikologischer und multiresistenter Sicht sinnvoll ist. Also erstens ist es nötig, dieses Problem anzuerkennen. Der Aufruf der Grünen an die Bundesregierung, sich gemeinsam mit Bundesländern, Kommunen, Kläranlagenbetreibern, Herstellern und der Gesundheitswirtschaft an einen Tisch zu setzen, um ein Konzept zur Vorbeugung und Entfernung von problematischen Stoffen aus unseren Gewässern zu entwickeln, sollte unterstützt werden. Laut der PILS- oder No-PILS-Studie ist eine politische Strategie erforderlich, um die Situation proaktiv zu beheben, da das Problem multifaktoriell ist und keine klare Lösung gefunden werden konnte. Zweitens, es muss zur Rücknahme von Medikamenten durch Apotheken als sinnvolle Maßnahme vielleicht aufgerufen werden, damit eine Verschmutzung von Abwasser nicht weiter stattfindet. Insgesamt wird das Rückhalten von Antibiotika und resistenten Keimen an frühestmöglicher Stelle der richtige Weg sein.
das Fernhalten von möglichst vielen Antibiotika aus dem Abwasser von Abfallkreisläufen soll dazu führen, dass kein weiteres Bodenwasser dann verschmutzt wird. Also sind die multiresistenten Keime erst im Bargewässer, es ist eigentlich schon zu spät. Drittens, es ist mehr Forschung nötig für Pilotstudien von Kläranlagen bei Krankenhäusern, wie zum Beispiel das mit dem Membranbioreaktormodellen, die oft als prospektiver Ersatz zu Belebschlammmodellen in der Abwasserbehandlung vorgeschlagen werden. Und wie in der PIL-Studie auch, leiden die aber noch immer unter den gleichen Problemen wie aus eigener Erfahrung für ungefähr 10 Jahren noch das mit dem Membranverschmutzung, Verstopfung und ungenügende Beseitigung der organischen Belastung. So, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wenter. Herr Professor Jardin, Ihr Statement bitte. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich spreche hier als technischer Vorstand des Ruhrverbandes, der für die gesamte Wasserwirtschaft im Einzugsgebiet der Ruhr zuständig sind. Das sind 4.500 Quadratkilometer, damit Sie da eine Einordnung haben. Wir betreiben 65 Kläranlagen, was aber viel bedeutsamer ist, auch für die Brisanz der Situation ist, dass 4,6 Millionen Menschen ihr Trinkwasser aus der Ruhr beziehen und seit letztem Jahr kann wieder in der Ruhr gebadet werden. Insofern trifft uns das Thema natürlich in ganz besonderer Weise. Meine Vorredner und Vorrednerinnen haben ja bereits ausgeführt, dass die antibiotikaresistenten Erreger aus unterschiedlichen Quellen in die Gewässer eingetragen werden. Was wir allerdings heute nach wie vor noch nicht wirklich valide wissen, ist, welches sind die exakten Quellen, wie sind auch die Bedeutungen der Quellen, haben wir eine regionale Verteilung im Bund, wie ist die daraus resultierende Resistenzlast in den Oberflächengewässern und schlussendlich, was bedeutet das eigentlich für die Gewässernutzungen, für das Baden, für die Trinkwassergewinnung und Ähnliches. Die bislang vorliegenden Ergebnisse zeigen, Professor Exner hat das ja bereits ausgeführt, dass wir in Klinikabwässern eine besonders hohe Resistenzlast haben, aber natürlich auch in Regionen mit sehr intensiver Tierhaltung. An der Badestelle an der Ruhr haben wir auch erste orientierende Untersuchungen durchgeführt. Wir haben resistente Erreger gefunden, allerdings in sehr geringen Konzentrationen. Und unsere Antwort auf die Frage, was bedeutet das eigentlich für die Badenden, ist das, was die Badegewässerkommission des Umweltbundesamtes dazu ausgeführt hat, nämlich dass für die Badenden kein, jedenfalls für gesunde Badende, kein Risiko besteht. Aber auch hier wissen wir zu wenig, vor allen Dingen wissen wir zu wenig, welches Risiko bedeutet das. Nun, eine altbekannte Weisheit aus der Wasserwirtschaft, und das trifft jetzt nicht nur auf die Wasserwirtschaft zu, ist, Stoffe, die man bereits an der Quelle vermeiden kann oder gar nicht erst in den Wasserkreislauf einträgt, müssen nicht mit großem Aufwand hinterher eliminiert werden. Und damit greife ich am Schluss noch die Einlassung von Herrn Dr. Nafo auf, der ja bereits darauf hingewiesen hat, dass das Thema vierte Reinigungsstufe nicht die Lösung für die Verringerung des Eintrags von multiresistenten Erregern ist. Aktivkohleadsorption und Ozonung, das, was wir in der Wasserwirtschaft unter vierter Reinigungsstufe verstehen, ist nicht geeignet, die Resistenzlast nennenswert zu verringern. Und Verfahren, die dafür in Frage kämen, wie beispielsweise die Ultrafiltration oder die Nanofiltration, würden für eine kommunale Kläranlage drastische Gebührensteigerungen bedeuten, gleichzeitig einen erheblichen zusätzlichen Energiebedarf auslösen mit damit verbundenen CO2-Emissionen und Reststoffe erzeugen, die Konzentrate aus der Filtration, die mit sehr hohem Aufwand entsorgt werden müssen. Insofern, aus Sicht der Wasserwirtschaft kann dies keine Lösung sein, sondern die Lösung muss, nachdem die schon aufgezeigten Forschungsbedarfe tatsächlich geklärt sind, an der Quelle liegen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Und das letzte Statement hören wir jetzt von Frau Benning. Bitte schön. Oh, das vorletzte. Entschuldigung, habe ich wieder jemanden überguckt? Herr Professor Behrendonck, entschuldige mich vielmals. Kein Problem. Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich bin ja sozusagen der Gewässerkundler in dieser Runde. Und aus dieser Perspektive möchte ich noch mal betonen, dass also gerade in der Wissenschaft die Hinweise,
dass sich insbesondere Resistenzgene in der Umwelt anreichern, eigentlich unbestritten ist. Dazu gibt es allerdings immer nur fragmentarische Publikationen, die auf das aufbauen, was Herr Exner eingangs gesagt hat. Frau Cevcik und Feuerpfeil waren da sicher Pioniere. Was aber auch zeigt, das ist knapp 20 Jahre her. Ich selbst arbeite in dem Thema circa 12 Jahre. Und die molekulare Anwendung, um Resistenzgene zu detektieren und die Dynamik von Resistenzgenen zu verstehen, ist also eine relativ junge Wissenschaft. Wir wissen aus diesen Untersuchungen, die zum Teil auf europäischem Maßstab stattgefunden haben und jetzt auch zu Ende gehen, dass erhebliche Mengen an resistenten Bakterien in die Gewässer eingeleitet werden durch unterschiedliche Pfade, wie es schon genannt wurde. Und die relativen Pfade oder die relative Bedeutung der Pfade ist sicher regional unterschiedlich und derzeit nicht gut verstanden. Der entscheidende Punkt, den ich hier noch mal machen möchte, ist, dass Sie wissen müssen, dass resistente Bakterien sozusagen eine biologische Verschmutzung sind, die anders ist als eine chemische Verschmutzung. Resistente Bakterien sind Leben sozusagen. Und die geben auch ihre Gene unter Umständen an andere Bakterien weiter. Das heißt, wenn solche resistenten Bakterien oder auch Pathogene, das hat also mit der Resistenz direkt nichts zu tun, erst einmal verdünnt sind, können sie sich durchaus unter den bestimmten Umständen wieder vermehren, und zwar stark vermehren. Die Resistenzgene nun wiederum können auch weitergegeben werden. Und Sie hören schon, das ist sehr komplex. Und diese Dynamik können wir derzeit nicht vorhersagen. Dazu fehlen uns einfach zu viele Grundlagen. Des Weiteren wissen wir aber, dass Sie nicht so schnell absterben, wie wir das ursprünglich dachten. Also resistente Bakterien sind relativ stabil in der Umwelt oder sie werden zumindest nicht so schnell abgebaut, wie wir das ursprünglich angenommen haben. Auch die Annahme, dass Resistenzen große Kosten verursachen und dadurch die Bakterien schneller absterben, ist zumindest derzeit umstritten. Insgesamt, das ist auch jetzt schon ein paar Mal angeklungen, ist die Datenlage gerade in den Gewässern derzeit extrem ungenügend. Es gibt zum Beispiel so ein Surveillance-System für klinische Daten, auch auf europäischer Ebene. Sowas gibt es für die Umwelt überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz. Und ich denke, dass bevor wir oder gerade um später mal abschätzen zu können, ob bestimmte Maßnahmen überhaupt gegriffen haben, wir so eine Basislinie an Daten ganz, ganz dringend brauchen. Und das geht aber nach meiner Auffassung über das, was Behörden leisten können und auch die Ressortforschung weit hinaus. Hier ist die Politik wirklich gefordert, Verbundprojekte auch über längere Zeiträume zu fördern, damit wir überhaupt diese Basislinie erstmal erzeugen können. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Behrendonck. Jetzt zu Frau Benning, bitte. Vielen Dank. Ich darf mich ebenfalls bedanken für die Einladung. Mein Name ist Reinhold Benning. Ich arbeite bei German Watch, einer Umwelt- und Entwicklungsorganisation. Und ich nehme an, dass die Folien jeden Augenblick auftauchen. Voilà, da sind sie. Ich möchte mit Ihnen die Quellen für Antibiotikaresistenzen und Antibiotikarückstandseinträge in die Umwelt genauer ins Auge fassen. Und auf der vorliegenden Folie sehen Sie die Ergebnisse einer 8-jährigen Forschung, die RESET-Forschung von Universitäten und Kliniken, die hier gezeigt haben, dass in 100% der Masthähnchenhaltungen, in 85% der Schweinehaltungen, 85% der Milchviehhaltungen und 70% der Rindermasthaltungen ESBL gefunden werden und so auch mit der Gülle mit Stäuben aus den Ställen ausgetragen werden. Und ein hoher Schweinefleischverzehr wurde in diesen Untersuchungen auch als ein Risiko für Menschen angesehen, sich ESBL einzufangen. Wenn wir jetzt mal MRSA anschauen, eine andere Form von Antibiotikaresistenzen, dann haben wir hier resistente Staphylococcus aureus in besonders großen Nutztierbeständen. Wir schauen uns hier die Mastschweine an. Betriebe mit über 5000 Mastplätzen sind zu über 70% belastet. Ökologische Betriebe, und hier bitte ich Sie kurz in die unterste Zeile zu gehen, mit 13%. Hier sehen wir also einen Hinweis darauf, welchen Einfluss Haltung auf Belastungsraten haben kann.
kann. Schauen wir uns dann weiter nach der Verpflichtung des One-Health-Prinzips an, wie die Einträge in der Umwelt beobachtet werden können. So kennen wir schon aus Studien von 2012, 11 und 12, dass wir in Regionen mit ganz besonders hoher Viehdichte, so im Münsterland, auch besonders hohe Raten an Livestock verbunden, also tierassoziierten MRSA, bei Neuaufnahmen im Krankenhaus finden. Diese liegen in den besonders viehdichten Regionen bei bis zu einem Drittel der Menschen, die neu in Krankenhäuser aufgenommen werden und tierassoziierte MRSA bereits mitbringen. Wenn wir uns jetzt anschauen, welche Entwicklung hat der Antibiotikaeinsatz in der Tierhaltung genommen, so können wir ganz erfreulich feststellen, dass das Monitoring, allein die Erfassung der Antibiotikagaben in einigen Mastbetrieben zu einer Halbierung des Antibiotikaeinsatzes von 2011 bis 2016 geführt hat. Zugleich sind jedoch jene Antibiotika, die von der Weltgesundheitsorganisation als besonders wichtig mit höchster Priorität für den Menschen angesehen werden, wie etwa hier das Beispiel im rechten Graphen für Fluokinolone beschreibt, angestiegen, in diesem Fall um 13%. Das heißt, wir haben es nicht mit einer einheitlichen Senkung zu tun, sondern insbesondere Präparate, die nur ein einziges Mal gegeben werden, bleiben in der Antibiotika-Datenbank unauffällig, denn hier wird die Therapiehäufigkeit erfasst und nicht die Dosis. Das ist bei der tierärztlichen Hausapothekenverordnung im März diesen Jahres korrigiert worden. Da sind wir auch sehr dankbar, aber wir haben die Ergebnisse noch nicht. Sehen wir Deutschland im europäischen Vergleich, dann haben wir hier einen Einsatz von 97, fast 98 Milligramm Antibiotika pro Kilogramm Biomasse vom Nutztier. Das können sehr viele vergleichbare europäische Länder erheblich besser mit weniger Antibiotika Fleisch erzeugen, außer die Länder mit Aquakulturen. Die Expositionsquellen, und hier komme ich auf meinen Punkt, im Schlachthof haben wir besonders hohe Einträge. Wir haben hier Belastungen mit Campylobacter, bei denen mindestens eine Resistenz vorliegt. Auch bei Masthähnchen am Schlachthof, Mastputen am Schlachthof haben wir hohe Resistenzbelastungen. Ich gehe jetzt etwas schneller vor. Das ist es, was Menschen sehr beunruhigt hat, auch bei dem NDR-Bericht. Wir finden bei einem riesengroßen Schlachthof in Wietze, auch dort hat der NDR in der Nähe Antibiotikaresistenzen in der Aller gefunden. Hier werden jährlich fast 1 Million Kubikmeter Wasser vom Schlachthof eingeleitet. Und es gibt keine systematischen Untersuchungen der Schlachthofabwässer, obschon wir wissen, dass die Resistenzfracht hier ganz besonders hoch sein muss. Vor dem Hintergrund möchte ich die Empfehlung aussprechen, ein risikobasiertes Monitoring an Gewässern einzuführen. Gülleflächen und Vorfluter müssen hier besondere Berücksichtigung finden. Das hat der NDR-Bericht, denke ich, auch nahegelegt. Schlachthofabwässer sollten systematisch gemonitort werden und die Kosten könnten nach dem Verursacherprinzip auf die Fleischwirtschaft umgelegt werden. Auch eine Vorsorge, um Einträge oder überhaupt den Einsatz zu senken, sind noch nicht ausgeschöpft. Wir haben hier im Tierschutz noch erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten. Und wenn man 10-30% mehr Platz pro Tier im Stall lässt, dann würde dies auch bedeuten, weniger Fleischproduktion. Im Moment haben wir nämlich eine Überproduktion bei Fleisch von rund 20%. Auch Schwermetalle im Futter zu reduzieren wäre angezeigt, weil wir hier das Phänomen der Kreuzresistenzen seit langem kennen. Vor diesem Hintergrund freue ich mich, in die Debatte zu kommen und schließe den Vortrag. Dankeschön. Dankeschön, Frau Benning. Allen Sachverständigen herzlichen Dank für die Eingangsstatements. Wir kommen jetzt in die Fragerunde. Das heißt, 5 Minuten, die Sie hier wieder auf diesem Monitor sehen, werden ablaufen. Das umfasst Frage und Antwort inklusive. Und die erste Frage kommt von Frau Damerow und sie richtet sich an Herrn Professor Exner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Exner, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Hier sitze ich. Sie hatten ja nun in Ihrem Beitrag deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir zunächst auch, das ist ja auch bei den anderen Anzuhörenden sehr klar geworden, wirklich eine belastbare Datengrundlage brauchen. Sprich, wir warten alle auf die Ergebnisse von Hyreka, um dann auf dieser Datenbasis weitere Maßnahmen auch zu diskutieren. Nun gibt es aber ja in diesem Projekt auch durchaus Zwischenergebnisse. In Ihren Publikationen haben Sie darauf ja auch Bezug genommen.
Und wenn wir mal davon ausgehen, dass eine der Eintragspfade sicherlich im Krankenhausbereich zu suchen sein wird und unter der Prämisse, dass wir sagen, ich denke, da besteht Einigkeit, es ist wichtig, dass wir am Beginn der Kette ansetzen. Könnten Sie noch mal genauer ausführen, welche Maßnahmen Sie sich im Krankenhaushygienebereich, also sowohl in der Entstehung als auch in dem Abwasserbereich, vorstellen könnten als Maßnahmen zur Verhinderung der Einträge? Ja, ganz herzlichen Dank. Kurze Antwort darauf. In der Tat müssen wir im Krankenhaus auch Reserveantibiotika einsetzen. Wir haben keine andere Chance, wenn wir unsere Patienten retten wollen. Und wir insofern haben wir aber auf der anderen Seite natürlich auch die Exposition der Schwächsten, derjenigen, die tatsächlich auch erkrankt sind, viele invasive Eingriffe haben, von daher halt eine hohe Vulnerabilität haben. Wir haben das durchaus erkannt, auch aus Ausbruchsuntersuchungen. Und insofern haben wir gesagt, wir müssen die Wege der Exposition aus dem Abwasserbereich und wir können eindeutig Ausbrüche darauf zurückführen. Es hat verschiedene Ausbrüche auch in Deutschland gegeben, wo wir das Abwasser unter anderem in der Küche, worüber Lebensmittel kontaminiert wurden, darüber auch Patienten kolonisiert und auch infiziert wurden, konnten wir darüber unter Kontrolle bekommen. Und wir haben jetzt in der KRINKO, der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, eine Empfehlung in Vorbereitung, die sich befasst mit den Anforderungen der Hygiene an die Abwasserentsorgung in Krankenhäusern. Abwasserentsorgung im Krankenhaus beginnt bei uns ab Waschbecken, Toilette, Duschabläufe, Ausgussbecken, Fäkalspülen, wo ja letzten Endes konzentriert diese Bereiche zusammenkommen. Und da sehen wir, dass wir hier entsprechende Eingriffe bekommen. Die erste Sitzung wird jetzt hierzu am Ende dieses Monats sein, am 28. Juni. Und ich hoffe, dass wir hier sehr konkrete Empfehlungen haben. Da wird unter anderem dann auch die Frage thematisiert werden, welche Anforderungen ergeben sich. Zum Beispiel das, was Herr Professor Jardin auch sagte, müssen wir gegebenenfalls weitergehende Anforderungen an die Abwasseraufbereitung aus dem Krankenhaus stellen. Früher hatten wir entsprechende Aufbereitungsverfahren, die sind alle abgebaut worden. Da war aber der Fokus primär, die klassischen Seuchenerreger unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt sehen wir das unter diesem Fokus und von daher denke ich, werden wir in der nächsten Zeit hier eine wichtige Diskussion auch schon in den zuständigen Gremien haben. Die nächste Frage kommt von Herrn Tews, SPD, an Herrn Dr. Nafo. Genau, vielen Dank erstmal dafür. Herr Dr. Nafo, es sind ja, sag ich mal, einige, oder es wurde jetzt, glaube ich, deutlich auch durch die Statements, dass einiges an Forschungsvorhaben schon läuft und teilweise auch schon abgeschlossen wurde. Das heißt, erste Ergebnisse liegen vor. Ich glaube, es wird ganz wichtig sein, da eine Bewertung jetzt auch hinzubekommen und einfach mal zu sehen, womit fangen wir eigentlich an, was ist sinnvoll, was ist gegebenenfalls nicht sinnvoll. Deswegen würde ich Sie noch mal bitten, auf die Ergebnisse einzugehen, die jetzt auch hinsichtlich der Kläranlagentechnik gemacht wurde. Es wird ja viel von der vierten Reinigungsstufe gesprochen. Sie hatten das selber schon angesprochen. Jetzt sind aber, das wissen wir auch, weder Kläranlagenabwässer noch Gewässer steril. Das heißt, das, was wir sozusagen in uns tragen, und wir wissen ja, dass ein großer Teil der Menschen in Deutschland auch die multiresistenten Keime schon in sich tragen, wurde gerade eben ja auch sehr schön erläutert. Es stellt sich natürlich schon die Frage, was macht denn überhaupt Sinn? Dafür haben wir jetzt ja erste Ergebnisse. Das heißt, wie stark kann denn eine vierte Reinigungsstufe da überhaupt reduzierend wirken? Membranverfahren haben Sie angesprochen. Deswegen würde mich Ihre Einstufung eigentlich auch mal interessieren. Was halten Sie für sinnvoll? Wo sollten wir vorgehen? Wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, sozusagen dann die Quellen direkt anzugehen, zum Beispiel Krankenhäuser? Einfach mal die Bitte von Ihrer Seite da eine Einschätzung zu machen, auch was da kostenmäßig auf uns zukommt, weil Membranverfahren flächendeckend in Deutschland, ich glaube, da geht es auch um richtig viel Geld an. Ja, vielen Dank also für die Frage. Ich glaube, ich hatte in meinem Eingangsstatement und auch also in Stellungnahme so schon deutlich gemacht, also dass wir haben nicht das Verfahren, um Spurenstoffe zu eliminieren und gleichzeitig dann auch resistente Keime und also Abwasserdesinfektion zu machen,
Und vor allem ist es überhaupt nicht, um resistente Gene zu eliminieren. Das hat ja der Professor Behrendonck auch jetzt deutlich gemacht. Also bei dem Thema geht es nicht nur um die Keime selbst, sondern also es geht also um ihre mobilen Gene, also die vielleicht so eine Wirkung entfalten können, weil die es so auf anderen Keime so übergehen können. Wenn wir bei der vierten Stufe bleiben, sind wir jetzt so in der Lage zu sagen, also dass ja so 10 bis 20 Cent pro Kubikmeter, also das heißt so 10-20% Kostenerhöhung, also würde es so auf einen zukommen, halt so mit schon also Einschränkung, dass ich ja gesagt habe, so was, worüber wir reden als vierte Stufe, nicht taugt so für die Entkeimung und auch nicht so für die Reduktion von resistenten Keime. Und das so mit dem Membranverfahren, das ist so das, was eigentlich so im Abwasserbereich, naja, denkbar wäre, das hat Professor Jardin auch kurz aufgeführt, das wäre die Ultrafiltration. Da sind wir aber auch schon so zwischen 20-40% so an Kostenerhöhung. Wobei, auch da hatte ich limitierend gesagt, also diese Ultrafiltration lässt ja Spurenstoffe durch, lässt auch Teile von den mobilen Genen durch. Das heißt also, wenn wir gleichzeitig, zumindest Stand heute, über Spurenstoffelimination und Reduktion von Keimen reden, dann reden wir eigentlich so über Kombination. Das heißt also, diese Kosten, die ich jetzt gesagt habe, die kann man dann auch addieren, weil also die 10.000 Kläranlagen in Deutschland stehen nun mal. Und wenn wir also diesen beiden Themen dann also zusätzlich betrachten müssen, dann müssen wir die addieren. Das wäre natürlich so was anderes, wenn wir also auf der grünen Fläche wären also und von Picke auf ein neues Verfahren bauen würden, dann würden wir vielleicht die Kläranlagen, wie die heute stehen, nicht so bauen. Deswegen hatte ich also darauf hingewiesen, wir brauchen ein Reallabor. Wir müssen uns trauen zu sagen, ein, zwei Kläranlagen, also das Land, der Bund gibt Geld, die werden gebaut und die werden also mit Untersuchungsprogrammen begleitet, damit wir also in einigen Jahren also tatsächlich so in der Lage sind zu sagen, wenn wir in neuen Reinvestitionsphasen reinkommen, dann also wissen wir Techniken, also die wir einsetzen können, also um diesen Themen alles zu begegnen. Aber Professor Jardin hat gesagt, was nicht ins Abwasser gehört, muss man auch nicht rausnehmen. Also wir müssen also die Resistenzausbildung reduzieren. Das heißt, also wir müssen also an den Antibiotika-Einsatz rein. Nicht nur im Veterinärbereich, auch also im humanen Bereich. Wir müssen die Expositionspfade uns genauer angucken und wir müssen vor allem auch also Reserveantibiotika also für die Therapie haben. Das heißt, also deren Einsatz vor allem was so im landwirtschaftlichen Bereich so uns kritisch angucken. Eine Frage von Herrn Wildbers von der AfD geht an Frau Dr. Vitoris. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Vitoris. Ich möchte gerne noch mal eine Frage hinsichtlich des Risikos der Ansteckungsgefahr in Oberflächengewässern stellen. Und zwar wurde ja jetzt bei den Experten deutlich, dass die Ansteckungsgefahr offensichtlich nicht ganz schlimm ist und nicht ganz akut ist. Könnten Sie das noch mal näher ausführen, wenn heutzutage jemand ein Badesee oder ein Fließgewässer nutzt? Wie stark muss er mit einer Gefährdung rechnen? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, wenn ich dann schon Forschungsbedarf hinsichtlich der multiresistenten Keime in Oberflächengewässern habe, ist es nicht angebracht, auch mit der Erforschung dieser Keime zum Beispiel auch andere gefährdende Stoffe wie Hormonpräparate zum Beispiel zu erfassen und auch da das Gefährdungspotenzial auszuloten? Ja, vielen Dank für die Frage. Also erstmal hinsichtlich der Gefährdung oder Risikoabschätzung beim Baden. Es ist so, dass man, natürlich kommt man beim Baden mit antibiotikaresistenten Bakterien in Kontakt, aber für einen Menschen mit intaktem Immunsystem, keinen Verletzungen an der Haut, ist die Gefahr wirklich sehr gering, weil die Barriere steht sozusagen. Sodass im Endeffekt das Infektionsrisiko so gering ist, dass man eigentlich davon ausgeht, dass nichts passiert. Dazu muss man ja auch sagen, unsere EU-Badegewässer werden von den zuständigen Behörden während der Badesaison von Mai bis September alle 4 Wochen untersucht. Und wir haben
wenn doch dann die, und unter anderem auf Darmbakterien, bei denen auch halt diese antibiotikaresistenten Bakterien mit vorkommen können. Und wenn doch die Zahl zu stark erhöht ist, wird ein Badeverbot ausgesprochen bzw. häufiger untersucht. Und der Anteil der antibiotikaresistenten Bakterien an diesen Darmbakterien, die wir untersuchen, unter anderem intestinale Enterokokken, der ist sehr gering, sodass wir eigentlich davon ausgehen, dass für einen Menschen mit intaktem Immunsystem nichts passieren kann. Natürlich sollte man die normalen Baderegeln beachten, sich nachher auch zu Hause vernünftig abduschen und, also die normalen Hygieneregeln beachten. Und wie gesagt, die EU-Badegewässer werden sowieso untersucht und bei erhöhten Keimkonzentrationen werden Badeverbote ausgesprochen. Die Ergebnisse können Sie zum Beispiel in der NRW auch nachlesen, die aktuellen, sodass sich der Badende auch informieren könnte, wie denn die Ergebnisse der letzten Untersuchungen waren. Hinsichtlich der Untersuchung weiterer Stoffe, Hormonpräparate oder Medikamente kann ich jetzt nur für NRW sprechen. Wir untersuchen diese Stoffe direkt parallel mit, sodass wir, also nicht überall, aber wir haben bereits Daten zu vielen Arzneistoffen inklusive Antibiotika vorliegen und im Rahmen der sogenannten Watchlist, der Beobachtungsliste der Europäischen Kommission für die prioritären Stoffe, sind jetzt auch Hormone untersucht worden. Für die FDP, Herr Dr. Köhler. Genau, meine Frage geht an Herrn Professor Jadin. Vielen herzlichen Dank. Erstmal ist sehr wunderbar, dass man hier immer so viel lernen kann. An Sie alle. Ich finde das also wirklich ganz fantastisch. Und habe aber mitgenommen, dass fast alle von Ihnen gesagt haben, es gibt jetzt noch keine vorgefertigten Antworten. Wir müssen und wir haben noch Wissensbedarf, den wir nachholen müssen. Deswegen wäre da für mich die erste Frage, wo sehen Sie denn den aktuell drängendsten Forschungsbedarf? Also ich meine, es ist ja eine ganze Bandbreite, die Sie aufgemacht haben, wo man also an einigen Stellen nochmal nachschauen muss, gerade Sie hatten die Humanmedizin, die unterschiedlichen Belastungsebenen, die unterschiedlichen Belastungsvorkommen aufgesprochen. Deswegen die erste Frage sozusagen, wo wäre da der aktuell drängendste Bedarf? Die zweite Frage würde nochmal in Richtung der vierten Reinigungsstufe gehen. Da würde mich interessieren, zum einen, mit welchen Kosten wären denn für eine flächendeckende flächendeckende Einführung der vierten Reinigungsstufe zu rechnen ungefähr? Und wie viel würde das bringen? Also gibt es irgendwie schon, Sie hatten ja gesagt, Sie haben auch schon ein paar Tests am Laufen und das ist ganz spannend, aber wie viel sozusagen Resultate wären denn da zu erwarten und wäre das dann in einem angemessenen Verhältnis auch zu den Kosten? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Köhler, für diese beiden Fragen, die ich versuche in aller Kürze auch zu adressieren. Zunächst mal zum Forschungsbedarf. Ich hatte das ja in meiner Stellungnahme auch schon bereits ausgeführt. Wir wissen einfach noch viel zu wenig über die Quellen, aus welchen Pfaden gelangen multiresistente Keime, aber auch die mobilen Genbestandteile in die Oberflächengewässer. Wir haben heute dazu ja eine ganze Reihe von Indizien gehört, die sich wahrscheinlich bei umfangreichen Untersuchungen auch als valide erweisen werden. Aber wir können das für die Republik auch regional noch nicht genau zuordnen. Insofern sehe ich durchaus einen erheblichen Forschungsbedarf bei der Frage, wo kommen solche Erreger und deren Genbestandteile eigentlich her. Die zweite aus unserer Sicht sehr wichtige Frage ist, was bedeutet das eigentlich für die Gewässernutzer? Insbesondere auch für die Badende, das ist eben angesprochen, welches Risiko gehen Badende, und zwar nicht nur gesunde, sondern möglicherweise auch immungeschwächte Badende ein, wenn sie in ein Gewässer baden, in dem antibiotikaresistente Keime vorkommen. Und schlussendlich, und Professor Exner hat ja auch darauf hingewiesen, werden wir uns am Ende des Tages natürlich auch darüber unterhalten müssen, an welchen Stellen kann man mit welchen auch dezentralen Hygienemaßnahmen oder auch Behandlungsmaßnahmen den Eintrag in den Wasserkreislauf reduzieren. Und ich wiederhole nochmal, was ich eben gesagt habe. Alle Maßnahmen, die an der Quelle dazu dienen, den Eintrag in den Wasserkreislauf zu verringern, sparen hinterher den Ausbau von großen Anlagen. Zu dem zweiten Komplex, den Sie angesprochen haben, ich will vielleicht noch mal zur Klarheit das wiederholen, was Herr Nafo eben schon mal ausgeführt hat. Die vierte Reinigungsstufe, nämlich das, was wir heute darunter verstehen, Aktivkohleadsorption und Ozonung, ist nicht geeignet, die Resistenzlast nennenswert zu reduzieren. Das heißt, wenn wir von neuen Maßnahmen sprechen, dann reden wir eher über eine fünfte
oder sechste Reinigungsstufe. Das muss man sich erstmal bewusst gemacht haben. Und wenn wir dann über denkbare Verfahren sprechen, dann wissen wir heute noch nicht wirklich, welche Verfahren sind überhaupt geeignet, die Resistenzlast nennenswert zu reduzieren. Was wir sicher wissen aus Untersuchungen im Labor, aber auch im Trinkwasserbereich, ist, dass die Nanofiltration oder auch die Ultrafiltration, der Unterschied macht sich letztlich nur an der Porengröße der Membranen fest, geeignet ist, sowohl Erreger, also Keime, wie auch Genbestandteile zurückzuhalten. Und damit Sie vielleicht mal einen Eindruck bekommen, obwohl wir überhaupt keine technischen Erfahrungen dazu haben, auch keine großtechnischen Erkenntnisse dazu weltweit vorliegen, das, was man bisher aus der Trinkwasseraufbereitung kennt und was ich mal versucht habe, auf den Abwasserpfad zu übertragen, lässt vermuten, dass sich die Kosten, die Gebühren für den Bürger nahezu verdoppeln werden, wenn wir eine Kläranlage mit einer Nanofiltration oder einer Ultrafiltration ausrüsten. Darin noch nicht enthalten ist die aus meiner Sicht völlig unklare Entsorgung der dabei entstehenden Konzentrate, die bei der Filtration anfallen, die natürlich bei diesen großen Volumenströmen, die wir auf einer großen Kläranlage haben, natürlich in einer ganz anderen Menge anfallen, als das jetzt bei einer kleinen dezentralen Maßnahme an einem Schlachthof der Fall wäre oder bei der Aufbereitung von Krankenhausabwässern. Insofern, wir reden eigentlich über eine fünfte, vielleicht sogar über eine sechste Reinigungsstufe und die Kostensteigerungen werden dazu ganz erheblich sein. Herr Lenkert von der Linken möchte Herrn Professor Behrendonk befragen. Herr Lenkert. Mikro. Herr Lenkert. Das Mikrofon tut nichts anderes an. Es sind noch mehrere. Es sind noch welche an. Es muss noch eins ausgeschaltet werden. Jetzt. Vielen Dank erstmal für die Information zur Datenlage. Und Herr Professor Behrendonk, wo sehen Sie Fortschritte durch das Projekt Hyreka, die Datenlage zu verbessern, beziehungsweise welche zusätzlichen Daten würden Sie als notwendig erachten und Forschungsprojekte, die uns bei der Datenlage voranbringen? Was ist bekannt über die Einflüsse von resistenten Keimen auf die ökologischen Funktionen, also auf die Bestandteile in den Gewässern, in der Gewässerökologie bisher? Und wie würde aus Ihrer Sicht, wie würde sich auswirken aus Ihrer Sicht, wenn man die Antibiotika-Einträge in die Gewässer beseitigen kann? Und was mich nochmal interessiert, Sie sprachen davon, dass Sie sich unter gewissen Bedingungen resistente Keime auch außerhalb Krankenhäuser etc. vermehren können. Also wie kann man da vorankommen? Welche Forschungsbedarfe sehen Sie da, dass wir an dieser Stelle mehr Klarheit bekommen, weil ja auch resistente Keime rein direkt von Menschen übertragen werden in Gewässer. Insofern müsste auch dieser Pfad untersucht werden. Was wären Ihre Vorschläge? Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz kurz zu Hyreka, in dem ja Herr Professor Exner und ich sind. Herr Professor Exner koordiniert das Projekt. Aus meiner Sicht ist es so, dass Hyreka uns sicher erste Handlungshinweise geben wird. Es wird aber nicht die Fragen, die wir hier zum großen Teil schon diskutiert haben, letztendlich beantworten können. Dazu ist es dann doch zu kurz und zu klein, auch wenn es ein sicher gut finanziertes Projekt ist. Die größte Lücke, auf die Sie gerade hingewiesen haben, ist eben, und das wird auch Hyreka am Ende nicht beantworten können, wir brauchen so etwas wie einen Belastungsatlas von den deutschen Gewässern, am besten sogar den europäischen. Das haben wir derzeit nicht und ich denke, Hyreka wird helfen, die Methoden entwickelt zu haben, um sowas dann mal durchzuführen. Aber das ist meiner Ansicht nach das, was wir brauchen. Ich denke, es wird sicher keine flächendeckenden Maßnahmen geben. Es wird eher regional unterschiedliche Maßnahmen geben und gerade um die dann zu bewerten, brauchen wir so eine Datengrundlage. Anders werden wir es dann am Ende nie beurteilen können, ob so eine Maßnahme am Ende von Erfolg getragen ist oder nicht. Wie sich die resistenten Bakterien auf die Gewässer auswirken, auf die Gewässerökologie, wenn Sie so wollen, das versuchen wir gerade in einem Sonderforschungsbereich, schreiben wir gerade einen Antrag und das werde ich Ihnen wahrscheinlich schlussendlich auch nach 12 Jahren Forschung nicht beantworten können. Wir reden hier über ein extrem komplexes System. Ja.
Was wir aber eben, denke ich, als Wissenschaftler einheitlich deshalb fordern, ist diese Basisgrundlage. Da steckt nicht der Mechanismus dahinter, sondern da steckt einfach erstmal nur das Resultat dahinter. Wo sind bei uns Resistenzen erhöht und wo nicht? Gibt es Badegewässer, wo sie, trotzdem wir das nicht erwarten, erhöht sind? Oder insbesondere die Nicht-Badegewässer? Wir haben ja unheimlich viele Oberflächengewässer, die Nicht-Badegewässer sind. Wo finden wir dort erhöhte Resistenzen? Also letztlich gehört das sozusagen in die Hygiene mit hinein. Also was ich ganz kurz, Wasserhygiene, was ich dort kurz anfügen möchte, ist, warum wir diese Wissenslücke haben, liegt, glaube ich, auch daran, wenn wir ein Gewässer ökologisch beurteilen nach der Wasserrahmenrichtlinie, die Sie ja wahrscheinlich alle kennen, dort sind keine solche Indikatoren vorgesehen. Ja, da sind quasi keine hygienischen Indikatoren vorgesehen, sondern das sind alles Indikatoren, die was über die Gewässergüte, also wie gut ist das Wasser aus dem ökologischen Standpunkt aus gesehen, insbesondere vor dem Hintergrund der chemischen Verschmutzung. Ja, es hat relativ wenig mit einer biologischen Verschmutzung zu tun, wie ich das gerade eingangs gesagt habe. Und deshalb haben wir dort gerade in den Gewässern so eine große Wissenslücke. Und ich kann nur wiederholen, dass wir eben diese Datengrundlage dann brauchen, um am Ende eventuelle Maßnahmen bewerten zu können, weil das ist das große Problem derzeit. Es gibt gerade jetzt unterschiedliche Einzelmaßnahmen, wo Leute jetzt anfangen, multiresistente Keime zu isolieren, auch mal Resistenzgene. Und dann wissen sie aber gar nicht, ja, ist es jetzt hoch oder ist es niedrig, was ich hier finde? Ist es jetzt ein Problem oder nicht? Weil einfach der Vergleich fehlt. Und das wird Hyrika am Ende auch nicht liefern können. Also man muss dort auch ein bisschen die Erwartungshaltung an Hyrika bremsen. Es tut mir leid, aber wir werden sicher erste Hinweise dort finden können, was gute Knotenpunkte sind, die man versuchen muss, um dort Maßnahmen zu implementieren. Danke. Und Frau Dr. Hoffmann, Bündnis 90 Die Grünen, an Frau Benning. Wir Grüne sind sehr besorgt darüber, dass zunehmend multiresistente Keime beim Menschen, aber auch in der Umwelt gefunden werden. Und deswegen haben wir dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und ich sehe das durch Ihre Anmerkungen alle bestätigt, dass wir da dringend auch was machen müssen. Also über Ursachen, was haben Sie gesagt, Eintragswege, Übertragung und Folgen, brauchen wir Informationen, brauchen vielleicht flächendeckendes Monitoring und so weiter. Ja. Aber ich finde, wir können jetzt nicht noch mal 10, 15 Jahre warten, wenn ich mir das hier anschaue. Wir müssen ja auch dringend irgendwie handeln. Und da finde ich, dass wir an verschiedenen Stellen da auch ansetzen müssen. Ob das eine Kläranlage ist, ob das in der Klinikhygiene ist. Aber ich will jetzt mal speziell zur Landwirtschaft eine Frage stellen, denn Herr Professor Exner hat eben im Nebensatz mal das Cholestin angesprochen, ja, eines der wichtigsten Reserveantibiotika mit Nebenwirkungen und allem. Aber ich, soweit ich weiß, wird dieses Medikament noch in der Tierhaltung im großen Umfang eingesetzt. Und da ist meine Frage an Frau Benning. Würden Sie dazu raten, zu sagen, solche Reserveantibiotika muss man in der Tierhaltung verbieten? Was kann man da machen, um das dort zu ändern? Aus der Landwirtschaft kommt immer, das geht nicht anders und wir brauchen all diese Dinge. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, vielen Dank für die Frage. Aus meiner Sicht ist hier ein gewaltiges Einsparpotenzial in der Tierhaltung gegeben, insbesondere auch mit Blick auf Reserveantibiotika. Wir haben als German Watch im vergangenen Jahr im Rahmen eines Projektes einen Ländervergleich gemacht, in welchen Ländern sind welche Antibiotika überhaupt zugelassen in der Tierhaltung und stellen fest, einige Reserveantibiotika waren zum Beispiel in Australien noch nie für die Tierhaltung zugelassen und so. Und diese werden hier in hohem Maße eingesetzt. Wir sehen, dass in Deutschland speziell der Einsatz von Cholestin, aber auch von anderen Reserveantibiotika weit oberhalb dessen liegt, was in anderen europäischen Nachbarländern eingesetzt wird. Und hier zeigt sich, denke ich, dass wir Einsparpotenzial haben, denn gerade zum Beispiel die Niederlande oder Dänemark haben durchaus auch eine beachtliche Tierhaltung, aber sie bedürfen offensichtlich nicht dieses hohen
Antibiotika-Einsatzes. Vor dem Hintergrund sehe ich gute Chancen, die Reserveantibiotika aus der Tierhaltung zu verbannen. Wenn sie im Einzelfall benötigt würden, könnten hier Ausnahmen erteilt werden. Jedoch dieser vergleichsweise systematisch hohe Einsatz ist aus meiner Sicht nicht erforderlich. Ich gebe auch noch mal zu bedenken, der Fleischkonsum in Deutschland sinkt, die Fleischproduktion sinkt erheblich langsamer und wir haben noch immer eine Erzeugung, die weit oberhalb des Bedarfs liegt. Das Gleiche gilt für Milch. Unter 8 von 10 Milchkühen Antibiotika bekommen, und zwar in aller Regel aus der Gruppe der Reserveantibiotika, und zwar einmal im Jahr, also tatsächlich systematisch und mit in hohem Niveau, müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen umdenken und das System der Tierhaltung anders denken. Und die Bevölkerung signalisiert große Bereitschaft, die Bauernschaft signalisiert besonders große Bereitschaft in den letzten Monaten. Hier sehe ich tatsächlich Ansatzpunkte, da würde es etwa der Bundesregierung gut zu Gesicht stehen, zumindest mit der verpflichtenden Kennzeichnung voranzugehen, aber auch mit strengeren Auflagen, wenn 2019 das Arzneimittelgesetz auf den Prüfstand kommt. Denn 2014 ist es erlassen worden, 2019, 5 Jahre später, kommt es, wie schon vorgesehen, auf den Prüfstand. Hier geben sich ganz besonders große Möglichkeiten für die Nachbesserung. Eine der Nachbesserungen, die ich Bund und Ländern sehr ans Herz legen möchte, ist, alle Tierarten zu erfassen. Im Moment erfassen wir nur einige Mastbereiche. Mastrinder, Mastputen, Mastschweine, Masthühner. Wir erfassen nicht die Kühe, obschon dort bekannt ist, Reserveantibiotika-Einsatz extrem hoch. Wir erfassen nicht die Elterntierfarmen. Wir erfassen nicht die Brütereien. Wir wissen aber, bei Hühnern zum Beispiel kommen Ciprofloxacin-Resistenzen vor, obwohl dieses Mittel bei Hühnern nicht zugelassen ist. Vermutlich werden die Eier gedippt oder damit behandelt und so erfolgt der Eintrag schon als Küken als Eintagsküken in Betriebe. Ich kann nur Vermutungen darüber äußern, weil wir es nicht erfassen. Und es wäre ja ein leichtes, wo wir schon den Erfolg des Monitorings gesehen haben, mit klaren, vollständigen Erfassungsregeln hier die gute Wirkung eines Monitorings noch weiter auszubauen. Und hier sehe ich insbesondere auch bei der Tierhaltung gute Chancen. Wir haben die europäische Agrarpolitik, in der auch Mittel bereitstehen, um Bauern zu unterstützen, ihre Ställe umzubauen, Auslaufmöglichkeiten zu schaffen. Dazu gehört das aber auch, dass die Bundesregierung dafür sorgt, dass dieser Topf nicht, wie von der EU-Kommission vorgesehen, möglicherweise um 25% gekürzt wird. Danke. Danke für die erste Antwortrunde. Wir kommen damit in die zweite. Und die erste Frage stellt wieder Frau Damerow für die Union an Frau Dr. Vitoris. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir hatten ja vorhin noch bereits die ganze Zeit über die Eintragspfade gesprochen. Und es ist ja eben auch noch mal thematisiert worden, der Eintragspfad aus dem Bereich der Landwirtschaft oder aus der Tiermedizin. Vor dem Hintergrund, dass wir ja nun alle wissen, dass die Landwirtschaft in den letzten Jahren den Einsatz der Antibiotika um 56% reduziert hat, also um mehr als die Hälfte, was, denke ich, auch sehr anerkennenswert ist und die Landwirtschaft ja auch signalisiert hat, dass sie hier auf diesem Weg weitergehen wird, allerdings aus ihrer eigenen Initiative heraus. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich auch diesen Eintragspfad anschauen. Frau Dr. Vitoris, Sie hatten in Ihrer Stellungnahme zu den Eintragspfaden in die Umwelt geschrieben, dass nach bisherigen Untersuchungen Tierarzneimittelwirkstoffe nur bei sehr ungünstigen Bedingungen in die Oberflächengewässer gelangen. Könnten Sie das noch mal genauer ausführen? Dazu war vorhin ja keine Zeit. Vielen Dank für die Frage. Ja, es ist so, wir haben in Nordrhein-Westfalen schon umfangreiche Untersuchungen zum Vorkommen von Antibiotika und Arzneistoffen, Human- und Tierarzneistoffen in Gewässern gemacht, zum Teil auch in Grundwässern. Und es ist so, dass wir die Humanarzneistoffe fast ubiquitär in abwasserbelasteten Gewässern finden. Aber die reinen Tierarzneistoffe nur sehr selten. Und wir haben die letzten Jahre in einem Einzugsgebiet rund um die Stever noch ein extra Messprogramm durchgeführt, wo es auch um den Einsatz von Tierarzneistoffen geht. Und wir dann auch geschaut haben, ob die Tierarzneistoffe, die in der Region eingesetzt worden sind, ob wir diese denn in den Gewässern finden.
So, und wir mussten feststellen, dass wir sie normalerweise wirklich kleiner Nachweisgrenze haben. Also in den Gewässern haben wir diese Tierarzneistoffe nicht gefunden. In den Grundwässern, das war eine Untersuchung, die das UBA durchgeführt hat, in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Da hat man unterhalb von Hotspots gegebenenfalls tatsächlich was gefunden, aber auch nur unterhalb von Hotspots. Das heißt, insgesamt sind, muss man da jetzt einfach sagen, bezogen auf die Humanarzneistoffe, die finden wir wirklich ubiquitär in abwasserbeeinflussten Gewässern. Das trifft so bisher, nach unseren jetzigen Erkenntnissen, wir haben dazu weniger als bei den Humanarzneistoffen, trifft das so nicht zu. Das heißt, dass scheinbar, also gegebenenfalls wird wahrscheinlich auch noch was im Boden sein, das wollen wir gar nicht ausschließen, dass es gar nicht bis in die Gewässer kommt, aber dass da, denke ich, auch die gute landwirtschaftliche Praxis da entsprechend mit zu beiträgt, dass wir da hoffentlich dann auch dauerhaft weniger davon finden. Generell aber wirklich nochmal der Hinweis, was auch viele schon gesagt haben, es geht wirklich um die Verringerung des Einsatzes, damit diese Stoffe, also wirklich an der Quelle beim Einsatz, eine höhere Sensibilisierung der Bevölkerung, insgesamt der Landwirte der unterschiedlichen Berufsgruppen, dass weniger Antibiotika und dann auch nur sachgerecht eingesetzt werden. Herr Tews fragt für die SPD Herrn Dr. Straff. Herr Dr. Straff, ich würde Sie noch mal ganz gezielt nach den Antibiotika fragen. Es ist ja, glaube ich, jetzt auch klar geworden, Antibiotika-Einsatz haben wir in der Tierhaltung und in der Humanmedizin. Ich glaube, von den Mengen her ist es auch ungefähr gleich, also 50-50 kann man sagen, wenn man die aktuellen Zahlen jetzt so betrachtet. Das ist quasi der Auslöser, der Einsatz von Antibiotika zu Resistenzen. Eigentlich, sage ich mal, auf der einen Seite der Nutzeffekt, den wir haben bei den Antibiotika, auf der anderen Seite das Risiko, was wir immer damit sozusagen dann auch tragen müssen. Ich würde Sie noch mal bitten, Ihre Einschätzung zum Umgang von Antibiotika zu geben. Also in welche Richtung müsste eigentlich, sage ich mal, der Einsatz von Antibiotika insgesamt gehen? Und ich glaube, ein Begriff ist jetzt immer wieder genannt worden, das war der Begriff der Reserveantibiotika. Wenn man dann tatsächlich mal in der Landwirtschaft nachfragt, dann sagen die auch immer, ja, was ist denn das überhaupt, ja, ein Reserveantibiotikum? Also wie kann man das eigentlich definieren und was müsste man eigentlich tun, um gerade diese für uns so wichtigen Reserveantibiotika dann in ihrer Wirkung auch wirklich zu erhalten? Vielleicht können Sie das nochmal erläutern. Und der Begriff der Herstellerverantwortung in dem Zusammenhang. Also wir haben ja auch die Hersteller quasi dieser Präparate. Sollte man die mit ins Boot nehmen? Das wäre vielleicht auch nochmal eine Frage. Ja, es ist natürlich so, bei den Antibiotikaresistenzen auf Reserveantibiotika, dass wenn die dann darauf basieren, dass sie in der Tierhaltung angewendet wurden, das ist eigentlich aus medizinischer Sicht eine Katastrophe, überhaupt nicht zu verstehen, dass diese Stoffe, wie der Name ja schon sagt, selbst im Krankenhaus sollten sie den Patienten vorbehalten sein, die wirklich, bei denen wirklich die alle anderen nicht mehr helfen. Ja? Und dann verwendet man diese Stoffe in der Tierhaltung, wo sie dann natürlich auch in großem Maße in die Umwelt gelangen. Ich glaube, das kommt alles aus einer Sichtweise, dass man die Kompartimente Umwelt und Krankenhaus niemals richtig zusammen betrachtet hat, sondern man hat das Krankenhaus für sich betrachtet und die Resistenzen im Krankenhaus als ein Krankenhausproblem betrachtet. Und erst in den letzten Jahren entwickelt sich das ja in eine Richtung, dass man den Umwelt, dass man die Bakterien und die Resistenzgene in der Umwelt mit betrachten muss, um dann auch wieder ein Rebound-Effekt auf die Situation in den Krankenhäusern zu erwarten hat. Ja? Denn das, was jemand in der Umwelt erwirbt an resistenten Keimen, die nimmt er dann ja auch wieder mit in ein Krankenhaus und kann dann da Patienten anstecken. Ja? Also Resistenz, praktisch Reserveantibiotika sollten wirklich dem Krankenhaus vorbehalten bleiben. Und die Herstellerverantwortung, ja, hatte ich im Eingangsstatement auch kurz angesprochen. Wir sind natürlich der Meinung, dass die Arzneimittelzulassung auch eine Umweltbewertung mit beinhalten sollte. Momentan ist es so, dass
wird praktisch noch nicht so mitgedacht. Und gerade auch bei den Altarzneimitteln ist es ja so, dass in etwa nur bei der Hälfte der Antibiotika eine solche Bewertung überhaupt gemacht wurde. Kleine Nachfrage. Gibt es denn wirklich eine griffige Definition für Reserveantibiotika? Also was kann ich da sozusagen dann festlegen und wo kann ich da abgrenzen gegenüber den herkömmlichen Antibiotika? Das wissen andere besser als ich. Herr Exner, gerne. Also die Weltgesundheitsorganisation hat hier ganz klare Definitionen gegeben, hat auch sehr stringente Empfehlungen, das, was auch von Frau Dr. Hoffmann eben angesprochen worden ist, über den Einsatz von Antibiotika auch in der Tierhaltung gegeben. Die Situation sind Reserveantibiotika, die wir in der Hinterhand halten, um schwere, ansonsten nicht mehr therapierbare Infektionen noch therapieren zu können. Und die gehen uns mittlerweile aus. Auch die pharmazeutische Industrie, die ja wirklich mit hoher Innovationskraft arbeiten kann, findet im gramnegativen Bereich im Augenblick, auch in der Wissenschaft, sind derzeit keine neuen Antibiotika in Sicht. Das macht das Ganze ja so problematisch. Und hier sind für uns vor allem die Carbapeneme, weil die dann nachher auch gegen andere Wirkstoffklassen eine Resistenz bilden. Und die Cholestine, die auch noch in der Hinterhand sind. Cholestin ist in der Tat in der Tierproduktion, gerade auch in China, in unglaublichen Mengen eingesetzt worden. Daher auch noch mal der Appell. Wir machen jetzt in Deutschland ganz wichtige Arbeiten dazu und hoffentlich auch gute Restriktionen und gute Regeln, die sinnvoll sind, aber nicht, die aber weise auch getroffen werden. Aber wir müssen auch wirken auf andere Länder, denn wir haben mittlerweile eine Verbindung auch über Patiententransfer, Handelsbeziehungen, Austausch von Lebensmitteln, die aus anderen Ländern, wo ganz andere Voraussetzungen sind, auch wieder nach Deutschland kommen. Und insofern, also die für uns, deswegen haben wir die auch als Indikatoren genommen, Carbapeneme und Cholestin, die in den früheren Untersuchungen auch, die in den 90er Jahren durchgeführt worden sind, vom Umweltbundesamt noch nicht so berücksichtigt waren, die machen, wenn sie Hygieniker und Mikrobiologen fragen, was macht ihnen schlaflose Nächte, dann ist es die Zunahme der Carbapenem-resistenten Enterobacteriaceae, Pseudomonaden und Acinetobacter. Die stehen ganz oben auf der Prioritätenliste. Auf die müssen wir uns fokussieren. Ich bin selber Arzt und kann von daher auch sagen, das brauchen wir jetzt auch im Krankenhaus, um hier Hilfestellung zu geben. Wir sind gleich wieder dran, Herr Professor Exner. Herr Dr. Wildberg von der AfD hat Fragen an Sie. Herr Professor Eckner, meine Frage schließt sich unmittelbar danach an. Wir haben auf der einen Seite immer die Herausbildung neuer Resistenzen und auf der anderen Seite den Versuch, mit Antibiotika dagegen zu wirken. Wie sehen Sie eigentlich diesen Wettlauf aus medizinischer Sicht in der Zukunft? Ist das zu gewinnen? Und anschließend die Frage, wie sehen Sie die Chancen für Bakteriophagen, um diesen Teufelskreis vielleicht mal zu durchbrechen, wie das zum Beispiel auch in Russland versucht wird? Herzlichen Dank für diese Frage. Also, das ist genau das Problem, ob wir diesen Wettkampf gewinnen werden. Der ist im Augenblick durchaus fraglich. Deswegen legt ja auch die Weltgesundheitsorganisation, legt G7, legt G20, jetzt da eine ganz hohe Priorität. Und wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Das beginnt, wie eben schon genannt, restriktiver Einsatz von Antibiotika, indiziert, gut begründet im humanmedizinischen Bereich und im tiermedizinischen Bereich. Versucht, durch gute Hygienestrategien die Exposition zu verringern, eben krankenhaushygienische Maßnahmen und stallhygienische Maßnahmen. Wir haben Untersuchungen, dass man durchaus durch eine Verbesserung der Stallhygiene, durch Reinigungsstrategien hier durchaus sehr gute Erfolge erzielen kann. Nutzung weiterer Optionen, Sie hatten eben die Phagentherapie genannt, das ist sicher eine sehr interessante Option, aber da müssen wir auch die Fragen der Zulässigkeit, das ist dann wiederum eine Frage, wo das Paul-Ehrlich-Institut mit einbezogen wird. Da gibt es ja auch Stellungnahmen vom Paul-Ehrlich-Institut dazu. Das ist sicher eine Option. Es gibt andere Verfahren, wie zum Beispiel Stuhltransplantation, wo wir bei Clostridium difficile durchaus Erfolge haben. Das heißt, es wird der Stuhl von gesunden Menschen dem an Clostridium difficile Erkrankten künstlich zugeführt
Und sie können damit durchaus Erfolge erzielen. Das heißt, wir denken nicht nur in der Forschung darüber nach, wie können wir Exposition vermeiden, was ganz wichtig ist, sondern welche Therapieoptionen gibt es denn alternativ? Ja. Also insofern, also Ihre Frage, Phagentherapie durchaus eine Option für die Zukunft. Herr Professor Exner, Sie bleiben gefragt. Herr Dr. Hocker von der FDP hat eine Frage an Sie und auch an Frau Benning. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Professor Exner, ich glaube, meine Frage passt ganz gut in den Kontext dessen, was Sie eben geantwortet haben. Mich würde die Frage interessieren oder die Antwort interessieren auf die Frage, wie Sie es statistisch eigentlich erfassen, welche Einträge in den Krankenhäusern stattfinden durch landwirtschaftliche Betriebe auf der einen Seite und wie hoch, sagen wir mal, die Ursächlichkeit bei den Krankenhäusern selber liegt. Denn wenn bei Ihnen jemand aus der landwirtschaftlichen Produktion vorstellig wird und von einem Arzt gesehen wird, besteht ja die Gefahr, dass er bereits kontaminiert ist, aber ursächlich dann ja letzten Endes nicht vielleicht fehlende Einhaltung von Gesundheitsbestimmungen im Krankenhaus ist. Kann man das unterscheiden? Und wenn ja, wie unterscheiden Sie das? Also wir können das sehr gut mittlerweile bei MRSA, der ist eben genannt worden, Staphylococcus aureus, einer der häufigsten Wundinfektionserreger, der durchaus in Ställen und auch bei Landwirten in der Nase vorkommt und von da aus dann auch als Landwirtschaft assoziierter MRSA zu Infektionen führen kann. Das können wir durchaus auch differenzieren, wobei derzeit in der Regel einfach zunächst mal nur geguckt wird, ist MRSA vorhanden oder nicht. Aber wir wissen gerade aus den Untersuchungen in Holland und in Nordrhein-Westfalen, dass diese Möglichkeiten bestehen. Bei den gramnegativen Erregern, um die es hier primär geht, denn MRSA ist kein Problem der Gewässer. Das muss ich noch mal sagen, den finden wir faktisch nicht in Gewässern. Der wird von Mensch zu Mensch und durch Flächen und unzureichende Reinigung, zum Beispiel in Krankenhäusern oder in Ställen, durchaus übertragen. Bei Landwirten zeigen Untersuchungen, die Frau Dr. Schmidhausen in Ställen durchgeführt hat, dass Landwirte selten damit besiedelt sind, obwohl sie hoch exponiert sind. Offensichtlich sind bestimmte Voraussetzungen notwendig. Einer der Landwirte in ihrer Untersuchung war tatsächlich im Darm damit besiedelt und der war vorher antibiotisch behandelt. Das heißt, die Antibiotikatherapie wirkt tatsächlich sensibilisierend oder erhöht die Aufnahmefähigkeit. Deswegen ist derjenige, der antibiotisch behandelt wird, durchaus in einer kritischen Situation. Derzeit untersuchen wir das nicht. Inwieweit kommt jetzt der Enterobacteriazän primär aus der Tierproduktion oder aus anderen Bereichen? Das Vorkommen von Patienten mit antibiotikaresistenten Erregern bis hin zu carbapenemresistenten Erregern wird im Krankenhaus, insbesondere auf Intensivstationen, intensiv untersucht. Und hier gibt es ja jetzt gesetzlich sogar eine Meldepflicht, dass Patienten, die besiedelt sind oder infiziert sind mit carbapenem-resistenten oder carbapenemase-bildenden Enterobacteriazän und Akinetobacter, dass das ans Gesundheitsamt gemeldet werden muss, sodass man von daher durchaus einen Überblick bekommt. Und wir reagieren dann auch in solchen Fällen. Und wir wissen ganz genau, wenn zum Beispiel ein Patient aus dem Ausland kommt und ist dort im Krankenhaus behandelt worden, dann ist das ein Risikofaktor. Ein Patient, der über längeren Zeitraum antibiotisch behandelt worden ist, ist ein Risikofaktor und da wird ein Screening dann durchaus durchgeführt. Vielen Dank, das war sehr erhellend. Meine zweite Frage geht an Frau Benning. Sie haben ja eben in Ihren Ausführungen auch nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Vergabe von Antibiotika in der Landwirtschaft um etwa 40 bis 50% reduziert worden ist in den letzten Jahren. Wie groß schätzen Sie den Erfolg ein dieser Reduktionsstrategie gerade in der Tierhaltung? Vielen Dank für die Frage. Ich denke, wir müssen da noch mal genau hinschauen. Der Erfolg ist erst mal da und ich denke, das zeigt ja auch, Monitoring kann schon Kraft entfalten. Allerdings haben wir einen sinkenden Antibiotikaeinsatz. Die Resistenzraten auf Geflügel, am Schlachthof und im Supermarkt, was entscheidend ist für Verbraucher, ist nach wie vor sehr hoch. Jedes zweite Hähnchen im Supermarkt ist nach Untersuchungen des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit mit antibiotikaresistenten Keimen belastet. Jedes fünfte
jede fünfte Fleischprobe ist belastet. Insofern, wir sind überhaupt noch nicht aus dem Schneider, sondern wir haben wirklich die denkbar sonderbare Situation, Antibiotikaeinsatz halbiert, Resistenzrate konstant. Auch das ist ein Grund, weshalb ich so intensiv Richtung Schlachthöfe schaue, weil wir wissen, dass auch Tiergruppen, die nicht behandelt wurden, die auch gar keine Resistenz tragen, wenn sie in einen Großschlachthof kommen, und das gilt insbesondere für Geflügel, dort ist es warm, dort ist es feucht, den Tieren wird maschinell der Darm entrissen, ist ja einfach so bei der industriellen Schlachtung, und dabei können Darminhalte auf die Oberfläche des Geflügelfleisches kommen und wiederum verteilt werden, dann wird mit Wasser wieder abgespritzt und so weiter. Aber wir kommen letztendlich in die Situation, dass wir hier eine Streudose für Keime haben, auch für Resistenzen haben, die wir anders in den Griff bekommen müssen als durch Senken des Antibiotikaeinsatzes in den Ställen. Das ist ein wichtiger Reduktionsfaktor. Ich will den gar nicht kleinreden, der ist unheimlich wichtig. Aber zur Bekämpfung der Resistenzen braucht es weitere Schritte in den nachgelagerten Bereichen. Und es braucht vor allen Dingen Monitorings, wer ist für was verantwortlich, denn das will ja auch bezahlt werden, die Maßnahmen, die wir dann am Ende machen müssen. Daher plädiere ich für eine verursacherorientierte Umlage von Monitorings und dann auch von Resistenzbekämpfungsstrategien, um das in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, Ihre Frau Frage damit Benning, ich glaube, haben. Ja, sie muss beantwortet sein. Dankeschön. Für die Linke fragt Frau Mohammed Ali, Herrn Professor Behrendonck. Ja, auch von mir erstmal vielen Dank für diese sehr, sehr aufschlussreichen Einführungsvorträge und auch jetzt die Antworten auf die Fragen. Herr Professor Behrendonck, ich habe zwei kurze Fragen an Sie, und zwar, weil ich es ein bisschen für mich sortieren möchte. Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste Maßnahme derzeit? Das wäre der wichtigste erste Schritt, um die multiresistenten Keime zu verringern, ist die erste Frage. Und die zweite Frage, nach Ihrer Einschätzung, sollten die Badegewässer nach multiresistenten Keimen untersucht und bewertet werden? Wie sollte das geschehen? Und wenn Sie der Meinung sind, dass es warum, dann würde ich gerne wissen, warum nicht, beziehungsweise wenn Sie der Meinung sind, das sollte geschehen, in welche Untersuchung könnte das am sinnvollsten integriert werden? Dankeschön. Ja, danke für die Frage. Die erste Frage fällt mir ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich denke, dass die Datengrundlage dafür noch nicht ausreichend ist. Und die wird auch nach Hyrika wahrscheinlich noch nicht ausreichend sein, aber die ersten Hinweise deuten schon ziemlich klar darauf, dass es bestimmte Hotspots, die nicht überall die gleichen sein müssen, das will ich noch mal betonen, gibt, wie zum Beispiel Klinikabwässer. Ja, das ist sicher ein Punkt, wo man aktiv werden kann, beziehungsweise unter Umständen auch Kläranlagen, von denen klar ist, dass sie in einem Einzugsbereich liegen, wo sehr viel Antibiotika verschrieben werden. Weil die Klinik ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber Sie wissen alle, müssen ja die Antibiotika weiternehmen, auch wenn Sie das Krankenhaus verlassen haben. Das heißt, der Antibiotikaeinsatz im ambulanten Bereich ist ja auch sehr hoch. Und das geht eben alles in die Kläranlagen. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, das hat Herr Naffo auch schon angedeutet, wir haben in Deutschland ein sogenanntes Mischwassersystem. Das heißt, wenn wir starke Regenereignisse haben, dann werden die Abwässer an der Kläranlage vorbeigeleitet und ins Gewässer direkt geleitet. Das heißt also, dort ist sozusagen die Wirkmöglichkeit dann an der Kläranlage sowieso auch begrenzt. Insgesamt, glaube ich, können wir lernen, aus Maßnahmen, die wir zum Beispiel für die Gewässerbelastung von Stickstoff schon in der Vergangenheit hatten. Es wird nicht eine Maßnahme sein, die alles klärt, sondern es werden mehrere Maßnahmen sein müssen, die ineinander angreifen müssen und die regional oder auch ortsspezifisch auch unterschiedlich sein können. Und das wird eben über die Vermeidung bis zu eventuell einer technisch hohen Klärung laufen, bis zu einem zum Beispiel Verbot für eine Gülleausbringung. Das hängt dann jeweils regional, glaube ich, sehr stark ab.
Was die Badegewässer betrifft, so haben wir ja unterschiedliche Kategorien von Badegewässer. Das heißt, es gibt welche, die sind sozusagen, erfüllen die Maßnahmen sehr gut, dann gibt es welche, die erfüllen die Maßnahmen gut und dann gibt es welche, die erfüllen die Maßnahmen ausreichend und dann gibt es welche, die erfüllen die Maßnahmen eben gar nicht. Das wird im Wesentlichen an der Anzahl der Fäkalbakterien, jetzt mal grob gesprochen, eingeteilt. Und ich glaube, ein erster sehr guter Schritt wäre, aus meiner Sicht, das ist aber jetzt die Sicht des Wissenschaftlers und nicht die Sicht einer Regulationsbehörde, da ja dort Proben sowieso genommen werden, ja, fände ich es sehr spannend, dort auch dann parallel nach Resistenzen zu analysieren, entweder kulturbasiert oder am besten kulturbasiert und eben nach Resistenzgen molekular. Dass das die Behörde als solches nicht leisten kann, ist mir klar. Das muss natürlich in Zusammenarbeit mit Universitäten oder anderen Forschungseinrichtungen laufen. Aber das wäre sicher ein sehr schöner erster Datensatz, den man sich erarbeiten könnte, wenn man das koordiniert durchführen könnte. Dankeschön. Und Frau Lemke für die Grünen fragt Herrn Dr. Straff und Herrn Professor Exner. Ja, ich wäre Ihnen dankbar. Ich würde Ihnen gerne die gleiche Frage stellen, wenn Sie sich die Antwortzeit teilen. Vielen Dank für die bisherigen Statements. Ich möchte noch mal vom Lebenspraktischen her fragen, was das für die Menschen in der Sommersaison, in der Badesaison bedeutet, dass die Keime jetzt in den Badegewässern, in allen beprobten Badegewässern gefunden worden sind. Wir keinen Kenntnisstand über Hotspots möglicherweise haben. Wir davon ausgehen müssen, dass Mischwasser ist eben angesprochen, zunehmende Starkregenereignisse, dass die Belastung sich eher anreichert, sodass selbst das RKI inzwischen besorgt ist, eine Behörde, die jetzt nicht schnell Panik schlägt. Und Ihre Empfehlung lautete vom Arbeitskreis bzw. vom Bundesumweltamt, für Gesunde besteht in der Regel keine Gefahr. Und jetzt frage ich vom Lebenspraktischen her, was heißt das für Kinder? Und für ältere Menschen, die ja per se ein anderes Risiko haben. Meiner Erinnerung nach hatte mein Sohn in der Sommersaison immer Schürfwunden an den Beinen, teilweise vom Fußballspielen großflächigere. Hautverletzungen heilen bei älteren Menschen, glaube ich, schwerer zu. Kleine Kinder verschlucken häufiger Wasser beim Baden. Was heißt das für diese Gruppen? Können Sie sagen, da gibt es in der Regel keinerlei Risiko? Die Bürgerinnen und Bürger können weiter bedenkenlos die Gewässer von guter Qualität zumindest bebaden. Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine facettenreiche Frage. Man muss es ein bisschen so sehen, nur weil jemand Kind ist oder alt, ist er ja noch nicht irgendwie krank oder vom Immunsystem her geschwächt. Also das Immunsystem bekämpft ja eingedrungene Erreger in zum Beispiel eine Schürfwunde oder sonst wie auf eine ganz andere Art und Weise. Das hat ja mit dem Mechanismus Antibiotikaresistenz noch nichts zu tun. Und die antibiotikaresistenten Keime, falls sie in einer relevanten entzündungspotenziellen Konzentration überhaupt auftreten, die haben nicht unbedingt eine höhere Pathogenität als die anderen Keime. Insofern besteht, man muss es immer ein bisschen differenzieren, ja, besteht wahrscheinlich bei einer sehr kleinen Verletzung wirklich keine besondere Gefahr für die Gesundheit. Anders sieht das aus, wenn wir Immungeschwächte haben oder chronische Wunden oder großflächige Hautkrankheiten, die ja auch mit einer Infektion, die auch super infiziert sein können, dann würde man das vielleicht anders beurteilen. Aber das ist dann im Prinzip auch die Aufgabe des behandelnden Arztes. Die typische Gruppe von Badenden ist das eigentlich nicht, diese sehr empfindlichen Menschen. Jetzt habe ich die Hälfte aufgebraucht. Ja, diese Frage ist unter anderem auch jetzt vor einem Jahr in Frankfurt gestellt worden und vom Frankfurter Gesundheitsamt gibt es hierzu ein sehr schönes Faltblatt. Das richtet sich genau an Eltern und das heißt Spielen am Bach, eine Information für Eltern und Erzieher, wo lebenspraktische Regeln gegeben werden. Wir sagen auf der einen Seite, derjenige, der gesund ist, der hat erstmal einen relativ guten Schutz. Die Haut ist ein guter Schutz. Sie haben die Frage gestellt, was ist mit meinem Kind, wenn es jetzt eine Schürfwunde hat? Deswegen sagen wir, wenn es jetzt in einem
Freibadegewässer, was zugelassen ist, badet, dann empfehlen wir, dass man, das mache ich und habe das auch immer bei meinen Kindern, wir haben 4 Kinder, duscht euch, wenn ihr nach Hause kommt. Einfach um das abzuspülen. Aber die Konzentration, das hat Herr Professor Jardin ja auch gesagt, sind relativ gering, die wir dann entsprechend in zugelassenen Freibadegewässern finden. Und Freibadegewässer, die zugelassen sind, da wird auch eine Information herausgegeben, wenn ihr wenn nach Starkregenfällen brauchen Sie circa 2 Tage, dann ist das Wasser wieder, hat sich ausgetauscht. Von daher ist danach das Risiko wieder gering. Das ist das, was jetzt auch in Essen, wo ja in der Ruhr an überwachten Badestränden gebadet wird, als Regel ist. Und das wissen wir auch von früher. Von daher, gute Hygiene ist sinnvoll. Wir haben auf der anderen Seite gesagt, auch schon in einer Krinko-Empfehlung für immunsupprimierte Patienten, Freibadegewässer, da bleibt ihr bitte davon, sondern ihr könnt in gut überwachten Schwimmbädern schwimmen gehen. Vielen Dank für diese zweite Antwortrunde. Wir haben jetzt noch ungefähr 15 Minuten. Mir liegen Fragewünsche aus der SPD, der AfD und der Linken vor. Grüne noch? Mit mir war das nicht abgesprochen. Tut mir leid. Ja, das hätten Sie mir übermitteln müssen. Das war wohl das vorletzte Obleutegespräch, als ich nicht da war. Also wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit. Die Fragewünsche liegen da. Ich weiß nicht, warum wir die nicht nutzen sollen. Weil die Fragewünsche nur von der Opposition kommen? Nein, auch von der SPD. Das war, die hat durchaus auch einen Fragewunsch. Also, wir haben 2 Stunden öffentliche Anhörung. Ich finde es auch eine Respektlosigkeit gegenüber den Sachverständigen, wenn wir jetzt 20 Minuten früher zurückschicken. Wir haben viel gelernt bisher und wir können jetzt in dieser letzten Viertelstunde vielleicht noch ein bisschen lernen. Deshalb möchte ich dem jetzt gern nachgeben. Es wären dann 5, wenn aus Ihrer Fraktion. Dann stellen Sie auch noch eine. Gut, dann sind es 2,5 Minuten pro Fraktion. Und Sie haben dann auch die erste Frage. Ja, dann fangen wir mit der SPD an. Die hat sich schon vorbereitet. Dann fängt Nina Scheer an. Die Frage geht an Herrn Professor Exner. Ja, Herr Exner, ich wollte anschließen an das, was gerade Frau Lemke schon eingangs gefragt hatte. Und zwar, wie verhält es sich denn eigentlich, wenn jetzt tatsächlich mal eine Aufnahme von multiresistenten Keimen in einen Organismus stattgefunden hat, aber aufgrund des Immunsystems dort zu keinen Konsequenzen geführt hat? Aber wie verhält es sich mit dem Verweildauer oder dem Verbleib multiresistenter Keime in dem Organismus? Weil wir ja durchaus schon entnehmen konnten, dass ja auch Ansteckungen stattfinden. Also man muss ja davon ausgehen, das bleibt ja offenbar im Organismus. Wie muss ich mir das vorstellen als Nichtmedizinerin, wie lange man so etwas in sich trägt und dann vielleicht bei späteren Immunschwächen dann doch noch darauf reagieren könnte? Also wie ist das von der Perspektive, von der zeitlichen Achse zu verstehen? Es kommt natürlich jetzt auf die jeweiligen Erreger an. Über die hier zur Diskussion relevanten Erreger, die gewässerassoziiert sind, nämlich den gramnegativen Entrobacter jacen, Pseudomonaden und Acnetobacter, da wissen wir, dass wenn sie zu einer Besiedlung insbesondere des Darmes führen, das ist insbesondere bei denjenigen, die ohnehin schon antibiotisch behandelt werden, weil sie dann aufnahmefähig sind und sie müssen ja auch den Aufnahmeprozess über den Magen mit Magensäure, den müssen die erstmal überwinden. Aber wenn sie das geschafft haben, dann haben wir im Gegensatz zu MRSA, wo wir die sich in erster Linie hier oben in der Nase ansiedeln, das können wir mit entsprechenden antibiotikahaltigen Salben sehr gut in den Griff bekommen. Bei den Enterobakteriazeen, die siedeln im Darm an und da sind sie dann, ohne dass wir Möglichkeiten der Sanierung haben, über lange Zeit können sie persistieren. Wir gehen von Verweilzeiten im Darm von 16 Monaten bis 2 Jahre im Extremfall aus und dann können sie sich verlieren. Aber sie tauschen dann offensichtlich auch im Darm nochmal ihre Resistenzinformationen auf im Darm lebende Bakterien aus. Also die Antwort auf Ihre Frage
Enterobakterien, wenn sie es geschafft haben, im Darm zu persistieren, können lange Zeit persistieren. Das kann in der Tat dann ein Problem sein, wenn solche Patienten zu uns dann in die Klinik kommen. Deswegen ist die Überwachungsstrategie und die Surveillance-Strategie, das heißt das Screening, ganz, ganz wichtig. Ich wollte noch kurz ergänzend sagen, wir halten es für absolut wichtig, dass man sowohl auch im niedergelassenen Bereich über diese Dinge entsprechend informiert. Nur im niedergelassenen Bereich werden Carbapeneme, die für uns so bedeutsam sind, oder das Cholestin in der Regel nicht eingesetzt. Da werden Penicilline, Cephalosporine entsprechend primär eingesetzt. So, und Frau Damerow, jetzt auch wieder an Herrn Professor Exner. Dankeschön, Herr Professor Exner. Sie hatten vorhin selbst angesprochen, das Erfordernis, immer wieder neue und wirksame Antibiotika zu entwickeln. Und auch die, Sie haben ja auch sehr platt geschildert, die Herausforderung, die das darstellt. Nun ist ja immer eine der Forderungen, die erhoben werden, die bessere biologische Abbaubarkeit von Antibiotika. So, wenn ich jetzt aber mal voraussetze, dass wir ja davon ausgehen müssen oder davon ausgehen sollten, dass die erste Prämisse die Wirksamkeit des Antibiotikums sein muss und erst dann die Frage der biologischen Abbaubarkeit. Wie schätzen Sie denn hier die Möglichkeiten ein zwischen echter Wirksamkeit und der Frage der biologischen Abbaubarkeit? Also ich hoffe, ich habe mich klar genug ausgedrückt als Laie für Sie. Kann es sein, dass eben dieses Erfordernis der biologischen Abbaubarkeit die Wirksamkeitsfrage eben dann torpediert? Also wir haben durchaus unterschiedliche Verweilzeiten und Abbauzeiten. Manche Antibiotika, wie zum Beispiel Penicilline, werden relativ gut abgebaut. Andere wie Sulfamethoxazol, die halten sich über lange Zeit. Wir weisen sie sogar zum Teil im Grundwasser nach. Aber es ist schon lange eine Forderung, dass man bei der Entwicklung generell von Medikamenten zukünftig oder schon seit langer Zeit durchaus auch sich Gedanken machen muss, was hat das denn für die Umweltpersistenz für Konsequenzen, dass das im Hinterkopf berücksichtigt wird, sodass man natürlich die Wirksamkeit auf der einen Seite und dann auch den Verbleib in der Umwelt mit berücksichtigen muss in der Frage bei der Entwicklung. Nur im Augenblick ist es so, dass wir in der Tat ja speziell im gramnegativen Bereich kaum neue Entwicklungen haben. Insofern wird sich das, da muss man in der Tat gucken, wie kriegt man diese Herausforderung tatsächlich geschlossen. Für die AfD fragt Herr Dr. Kraft Herrn Dr. Wenter. Ja, vielen Dank. Herr Wenter, wir haben heute gehört, dass im Prinzip die Datensätze und die Datenhebung noch ziemlich gering sind und es noch sehr viel an Forschung und Entwicklung oder Forschung vor allem zu machen ist. Wenn man sich das Ganze chronologisch anschaut, also im weit weiter zurückreichenden, vielleicht wenn man an sehr alten oder sehr, sehr alten Boden- und Wasserproben Untersuchungen machen würde, könnte man dann eventuell feststellen, ob diese Resistenzen schon immer bestanden haben und sie parallel zu den nicht resistenten Bakterien bestanden haben und die Antibiotika haben dann ihre bakterielle Konkurrenz vernichtet und deswegen haben sie sich verbreitet oder war ursprünglich gab es diese Resistenzen nicht und sie sind entstanden durch den Kontakt mit den Antibiotika. Ja, guten Tag, vielen Dank für die Frage. Ja, wir wissen schon, dass diese Arten, diese Resistenzen, die bei Arten entwickeln, durch frühere Kontakt stattfindet, ne, dass Mutanten, also dass Mutationen stattfinden in ihren Genen. Und ja, also das Früheste, was man das mitbekommt hat aus der Vergangenheit, 1948, also das mit dem ersten Beta-Lactam-Mase, Bakterien, ja, dass es ne, auf die Penicillin zurückzuführen ist und ja, also und dass man auch weiß von Erfahrung und viele wissenschaftliche Resultaten, dass diese Resistenten, die bauen auf, die wird gesammelt, die
sammeln sich da tatsächlich auch in, nicht nur in den Kern-DNA, sondern auch extra Kern-DNA, und dass das dann parallel oder lateral ausgetauscht werden können zwischen Bakterien. Dann hat man halt diese logische Frage auch bei sich, auch wenn auch nur ein Bakterien durch so zum Beispiel ein MRB, ein Membranbioreaktorsystem kommt und vielleicht in Freigewässer landet, muss man dann halt gut da die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeiten wahrscheinlich in Betracht nehmen. Das wissen wir nicht. Also diese Daten, das ist tatsächlich eine große Lücke bei uns. Und daher gibt es auch die Möglichkeiten an Universitäten und vielleicht so an Pilotstudien an Krankenhäuser weitere Forschung zu machen. Dankeschön. Und für die FDP, Herr Dr. Köhler. Ja, vielen lieben Dank. Ich habe zwei Fragen, einmal an den Herrn Professor Jardin und an den Herrn Professor Exner. Die erste Frage wäre, Sie haben ja sozusagen von den fantastischen Resultaten an der Ruhr jetzt erzählt. Was mich interessieren würde, gibt es Ihres Wissens nach Erkenntnisse darüber, weil wir jetzt öfters mal über die Frage, verschlimmert sich die Situation, wie entwickelt sich diese Situation, gibt es Ihres Wissens nach Informationen darüber, wie die Konzentration von multiresistenten Keimen sich in den vergangenen 5 Jahren entwickelt hat? Und dann Herrn Professor Exner nochmal die Frage. Wir hatten ja gehört, dass bei den Landwirten bereits eine deutliche Reduktion des Antibiotika-Einsatzes zutage tritt. Und das ist ja auch wunderbar. Jetzt wäre meine Frage im medizinischen Bereich. Wie sind da die Datenlage? Wie ist die Datenlage von dem sozusagen der Ausgabe von Medikamenten? Wie wird das erfasst? Wie viel wissen wir da? Welche Zusammenhänge da bestehen? Sowohl vielleicht im Krankenhaus als auch, Sie haben gesagt, im niedergelassenen Bereich ist es deutlich weniger relevant, aber vielleicht auch da, dass diese beiden Sachen sozusagen. Also wie ist die Datenlage auch gerade in der Humanmedizin? Ja, vielen Dank für die Frage. Den ersten Teil kann ich relativ eindeutig beantworten. Nein, wir haben keine Erkenntnisse, wie sich die Resistenzlast in den letzten Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten an der Ruhr entwickelt hat. Was wir aber sehr genau wissen, weil wir das schon seit über 50 Jahren sehr intensiv beobachten, ist, wie sich die hygienische Belastung insgesamt entwickelt hat. Und da stellen wir eben fest, dass sich in den letzten Jahrzehnten die hygienische Belastung deutlich reduziert hat in der Ruhr. Das war im Übrigen auch ein Anlass dafür, einmal genauer für uns die Frage zu beantworten und wissenschaftlich zu untersuchen, wäre es denn jetzt möglich, nachdem 1971 das Baden in der Ruhr verboten wurde, jetzt wieder in der Ruhr zu baden? Und die Ergebnisse heute zeigen, dass die Grenzwerte der Badegewässerverordnung ganz überwiegend in der Saison auch eingehalten werden. Wir haben im vergangenen Jahr sehr intensiv monitort an der Ruhr, und wir haben während der gesamten Badesaison von über 120 Tagen lediglich an 8 Tagen eine Überschreitung der Höchstwerte der Badegewässerverordnung festgestellt und haben jetzt in diesem Frühjahr zum ersten Mal auch gezielt nach resistenten Keimen in der Ruhr gesucht. Ja, wir haben welche gefunden. Und damit Sie auch einmal eine Zahl gehört haben, wir haben 2 Untersuchungen durchgeführt und die jetzt schon mehrfach angesprochenen ESBL-resistenten E. coli. Davon haben wir 4 beziehungsweise in einem Fall 6 koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter gefunden. Der Höchstwert nach Badegewässerverordnung für E. coli liegt bei 1.800. Koloniebildende Einheiten pro 100 Milliliter. Daraus kann man vielleicht eine gewisse Beziehung herstellen zu der Entwicklung der Resistenzlast insgesamt. Und für die Linke, Herr Lenkert, an Herrn Nafo. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Nafo. Das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald hat ein Plasmaverfahren entwickelt, um chemische und biologische, also mikroorganismische Verunreinigung im Wasser zu beseitigen. Kennen Sie dieses Verfahren? Was müssten Sie machen, um es bei sich testen zu können? Und noch eine Frage an Professor Berndonk. Welche wissenschaftliche Begleitung würden Sie da empfehlen? Vielen Dank für die Frage. In der Tat kenne ich nicht dieses Verfahren. Aber so, wir haben es so in dem Bereich so vielfältigen Verfahren, also wir nennen die AOP, also Advanced Oxidation Processes. Das heißt, das sind so Kombinationen also von Verfahren, also die oxidieren. Ich kann mir vorstellen, also dass es auch in die Richtung geht. Und ich hatte ja also auch in meinem Eingangsstatement gesagt, also dass so, wir gehen derzeit davon aus, grundsätzlich,
wenn wir über die vierte Reinigungsstufe reden, also dass wir nur über die Adsorption oder die Oxidation als die Verfahren, also die wir im kommunalen Bereich einsetzen können. Es geht einfach um Energieverbrauch und es geht auch darum, also immer eine bestimmte überhaupt Ablaufqualität zu haben, was ich denn also so behandeln kann, dass ich Spurenstoffe oder Keime oder was auch immer rausnehme. Das heißt so, wenn ich so viel Energie einsetzen muss, um Plasma erzeugen, oder so, wenn ich so viele andere Produkte einsetzen muss oder Wasserstoff, wie Wasserstoffperoxid, um diese AOPs machen zu können, entfallen die einfach so für uns, weil das so die schier unbezahlbar werden. Die Frage kann ich relativ schnell beantworten. Wir haben das ja gerade bei den Prozessen, die der Kollege Nafo genannt hat, schon gemacht. Im Wesentlichen würden wir zwei Ansätze wählen. Ein sozusagen Indikatorbakterium nehmen und gucken, wie sich sozusagen die Resistenzaufnahme oder die Resistenzübergabe während des Prozesses ändert. Und zum anderen mit realem Abwasser arbeiten und dann schauen, ob sich sozusagen insgesamt die Resistenzgenzahl relativ sozusagen erhöht oder erniedrigt. Und was ganz wichtig ist, was auch Ihre ganz erste Frage noch mal beantwortet, es gibt sozusagen sowas wie viable but not culturable. Das heißt, es gibt Bakterien, die werden entlassen, die können nicht mehr kultiviert werden, die leben aber noch. Und die kann man dann sozusagen nach einer Pause wieder anfangen zu kultivieren. Die haben wie so eine Art Dauerstadium. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber so ungefähr. Und das wäre sicher richtig und wichtig. Und die letzte Frage für heute stellt Frau Dr. Hoffmann, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, ich würde gerne noch mal einen anderen Aspekt aufgreifen und da hätte ich gerne eine Einschätzung von Dr. Behrendonck und Dr. Jardin und zwar Grundwassergefährdung, weil vieles unseres Trinkwassers wird ja aus Grundwasser gewonnen, teilweise auch aus oberflächennahen Gewässern und man spricht ja vom Wasserkörper und im Prinzip steht das alles miteinander in Verbindung. Und wenn es tatsächlich passiert, dass multiresistente Keime im Trinkwasser sind, da haben wir ein Problem. Das wird auf viele Menschen dann übertragen sozusagen, bis man es merkt auf jeden Fall. Und da die Frage, wie schätzen Sie ein Gefährdung Grundwasser? Also dazu gibt es nicht sehr viel Untersuchungen. Es gibt ein ganz paar, die zeigen, dass insbesondere das, was hygienisch bedeutsam ist, doch stark reduziert wird, also gerade in der Bodenpassage sozusagen. Was die Resistenzgene betrifft, kenne ich nur eine Arbeit derzeit, werden aber zunehmend mehr. Und das hängt dann eben auch immer davon ab, ob es Grundwasser ist, was sozusagen ein Trinkwassereinzugsgebiet ist. Dort wird es dann sicher noch mal anders sein. Also ich denke, da sieht es im Moment, also aus meiner Einschätzung heraus, ohne eine große Datengrundlage dafür haben zu können, derzeit nicht sehr bedenklich aus. Und beim Trinkwasser, denke ich, ist es so, dass dort doch einige Barrieren stehen. Es ist aber sicher richtig und wichtig, dort wachsam zu bleiben, weil hier ein Vorsorgeprinzip gilt. Wir haben ja auch ungefähr 15% unserer Trinkwassergewinnung aus Oberflächengewässern. Ja, vielen Dank für die Frage. Mir ist auch tatsächlich nur eine Untersuchung bekannt, die sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt hat, vom Umweltbundesamt, die Grundwässer untersucht haben, sowohl auf Antibiotika-Rückstände, aber auch auf multiresistente Keime. Die haben selbst in Regionen mit Intensivviehhaltung überraschenderweise, muss man schon fast sagen, kaum bzw. keine Antibiotika-Rückstände im Grundwasser gefunden. Das mag vielleicht ein erster Hinweis sein, verdeutlicht aber nochmal, dass wir an der Stelle einfach viel zu wenig wissen, wie sich die Belastung insgesamt darstellt. Was die Trinkwasserversorgung angeht, würde ich hier absolute Entwarnung aussprechen wollen. Kein Lebensmittel wird so gut untersucht wie das Trinkwasser. Herr Behrendonck hat ja schon auf das Multibarrierensystem hingewiesen. Über die Uferfiltration, die Grundwasserentnahme, die Aufbereitung im Trinkwasserwerk und die anschließende Desinfektion und die laufende Kontrolle des Trinkwassers gibt es an ganz vielen Stellen Möglichkeiten, auch eventuelle Verkeimungen sofort zu erkennen und dem zu begegnen. Und im Übrigen, das Umweltbundesamt hat ja kürzlich noch einmal auf die Qualität des deutschen Trinkwassers hingewiesen und kommt zu einem relativ eindeutigen Fazit, nämlich dass das Trinkwasser von ausgezeichneter Qualität ist. Und ich glaube, das kann man auch für die Frage nach multiresistenten Erregern sehr eindeutig beantworten.
Ganz herzlichen Dank an die Sachverständigen, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Und vielen Dank natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Es war eine hochinformative Veranstaltung, die uns helfen wird, das Thema hier im Parlament weiterhin sachgerecht zu behandeln. Für den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen brauchen wir heute noch kein Votum. Damit ist die heutige Sitzung geschlossen. Vielen Dank nochmal an alle Beteiligten und einen guten Heimweg.